Hallo und herzlich willkommen zum Planet Zoo Livestream. Ich hoffe, es klappt alles. Könnt ihr mich hören? Müsste eigentlich, ne? Ich glaube, ich habe das nicht vergessen umzustellen. Ja, sieht gut aus. Müsste eigentlich gehen. Hallo Olodriel, hallo Lekröte, hallo Larexio, hallo Cringe, hallo Modon, hallo Bon, hallo Yorgi, hallo Miss Silver Raven, hallo Dino Metzger, hallo The Flying Pidgey. Hallo Fanny, oh mein Gott, jetzt kommt der Spam. Jetzt komme ich nicht mehr her. Hallo Juli, Tore, Hummel, Gamer, Luca, Charon, Victory, Zelda Fanboy, Rimbo. Oh Gott, ich komme echt nicht mehr hinterher, Leute, tut mir leid. Aber schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle da seid. Seid ihr auch so gehypt wie ich? Habt ihr auch so viel Lust? Also ich habe mega Lust und ich werde jetzt auch das Spiel starten, weil ich will jetzt zocken. Seid ihr schon alle aus der Schule wieder da? Ich habe extra erst ein bisschen später angefangen. Red Dead Redemption habe ich auch schon runtergeladen. Das werde ich auch heute Abend noch anzocken. Oh, Lodriel. Das ist schon preloaded. Kann man das jetzt schon spielen? Ist das auch rausgekommen? Ja, vorhin, als ich geguckt habe, um 12 oder so ging das noch nicht. Hey, man sieht den Elefant nicht jetzt. Aber das kennt ihr ja schon alles. Oh, Wolfi, gute Besserung. Du Armer. Komm bei Planet Zoo, bla bla bla, Avatar erstellen. Jetzt geht das wieder los. Vielleicht haben wir jetzt ja mehr Möglichkeiten. Ja, wir machen natürlich Mail. Aber ja, wir sind erwachsen. Bleibt natürlich. Ja, mein kleines Umstandsbäuchchen, das darf nicht fehlen. So, Köpfe. Ja gut, so einen richtigen Dandy kriegen wir eh nicht hin. Wir machen das jetzt auch nur grob. Ich will jetzt hier nicht zu viel Zeit investieren. Ich bin blass. Keine Ahnung, was sind meine Haare? Die hier? Die hier? Die hier. Keine Ahnung. Ein Bart? Ich habe ja nicht wirklich einen Bart. Was machen wir? So. Oder gar keinen? Ich glaube, das kommt eher hin, ne? Bei meinem Bartwuchs. Muss gleich zur Nachhilfe. Oh nein, du Armer. Ich bin mega hyped, Leute. Ich will unbedingt zocken. Ja, wir machen keinen Bart. Was schon? Eine Brille auch nicht. Hier gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Was haben wir denn heute an? Einfach nur einen schwarzen Pulli, ne? Man kann hier aber sogar Muster und sowas noch auswählen. Ja, das kann man aber auch alles im Nachhinein bearbeiten. Also ich glaube, ich werde jetzt nicht so viel Mühe reinmachen. Wobei ich jetzt hier einfach schlicht schwarz auch mache. Kann man nie was mit verkehrt machen. Kurze Hose ist chillig. Also kurze Hose. Aber von mir aus kann die Farbe auch bleiben. Nein, Blende zu. Nee, danke. So, fertig. That's it. Wir wollen nicht zu viel. Könnte es glatt Model werden, ist so. Ich will jetzt keine Zeit verschwenden. So, was haben wir denn für eine Community-Mission? Noch 5 Tage. Eye of the Tiger. Franchise-Community-Ziel. Was muss man denn hier machen? Steht denn das? Kann ich hier drauf klicken? Ah, ne, das sind nur Freunde. Olodriel. Mein einziger Freund. Luxus-Verbesserungspaket. Was ist das denn? Muss ich mal kurz reinschauen. Habe ich das? Ah, der Link funktioniert ja schon mal nicht. Egal. Ihr könnt es eh gerade nicht sehen. Passt schon. Abonniere und erhalte dein kostenloses Avatar-Konto. Gott, das sind so Sachen, die kann ich alle später machen, Leute. Wir wollen zocken, ne? Ihr wolltet auch sehen, das Spiel. Kannst du Sandbox zeigen? Ich habe tatsächlich erst mal überlegt, die Karriere zu machen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Könnte man dann jetzt schon in Sandbox so reinstarten? Geht das? Tatsächlich. Oh mein Gott. Szenario Zoo. Gibt es auch einige Sachen. Wir gehen in die Karriere, Leute. Das Goodwin House, das haben wir ja schon gemacht. Sollen wir das nochmal fertig machen? Auf 5 Stände ist eigentlich egal, ne? Das madagaskische Affenschutzprojekt. Okay, da sehe ich mich. Da gehen wir rein. Oh, nice one, Lekröte. 6 Monate schon. Cool. Hast du endlich ein neues Badge, ne? Miri hat schon das für 2 Jahre. Auch mega krass. Sandbox, schreibt ihr alle. Ne, Leute, wir machen erstmal ein bisschen Karriere. Willkommen auf Madagaskar. Sieht Ist schön etwas aus. anderes als das alte, trostlose England, was? Naja, bis auf das Wetter. Der Regenwald wird eben nicht ohne Grund so genannt. Du wirst in einer Auffangstation für Affen arbeiten, in der wir wichtige Arbeit zur Arterhaltung leisten.
Dabei geht es nicht nur um Affen, sondern um verschiedene Arten. Aber Affen. Affen sind die nächsten Artverwandten des Menschen. Und doch werden sie behandelt. Nun, sie werden behandelt, wie wir auch einige Angehörige unserer tatsächlichen Verwandtschaft behandeln. Deshalb bin ich auch entschlossen, hier etwas Gutes zu bewirken. Wenn wir einen Teil der Welt in einem besseren Zustand hinterlassen können, als wir ihn vorgefunden haben, hatte unser Leben einen Sinn. Ich hoffe nur, das gilt nicht für mein Zuhause. Bei dem Chaos dort hätte mein Leben sonst ganz sicher keinen Sinn. Der Bernie, ey. Und was sagst du zu Madagaskar? Schön. Mir ist es hier etwas zu heiß. Naja, das hier ist auf jeden Fall Bernies Auffangstation für Primaten. Neben Primaten gibt es hier aber noch jede Menge andere. Mega nice aussehen mit der Brücke und so. Wollen wir uns mal ein bisschen umsehen? Als erstes schauen wir bei den roten Waris vorbei. Das sind die, die aussehen, als gehörten sie in ein Stück von Shakespeare. Komm, geh zu ihnen rüber. Finde ich auch, Larex. Ich mag den Grafikstil richtig gerne. Und der Zoo hier sieht auch cool aus. Finde ich immer nice. In diesen Zoos kann man sich immer gut Anregungen und sowas holen. Die Musik geht voll ab. Nee, sieht echt schön hier aus, oder? Also alles so richtig cool auf Säulen und so gebaut mit Stützen. Finde ich mega nice. Auch hier diese Hängebrücke. Mega cool gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also Respekt. Haben die schön gebaut. Aber wir gehen mal zu den Affen. Die sind mir sowieso gerade aufgefallen. Rote Was sind das für welche? Waris leben in den Regenwäldern der Masoala-Halbinsel im Nordosten von Madagaskar. Sie werden 15 bis 20 Jahre alt. Unglaublich, oder? Okay, wenn du bereit bist, geht es weiter zu den Borneo-Orang-Utans. Die sind ja mega süß. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel, es ist so schön. Es ist einfach so beautiful. Gibt es da noch irgendwie Unterschiede zu den Weibchen oder sowas? Die sind kleiner, ne? Ah ne, das sind Männchen. Was habe ich denn da gerade angeklickt? Oh, die Männchen sind kleiner bei denen. Sehe ich das richtig oder ist das nur... Ah ne, das ist ein Jungtier. Ah, okay. Die sind so süß, ne? Sie auch hier so einen plüschigen Schwanz haben. Der ist so groß wie das Tier an sich. Oh, niedlich. So. Jetzt will ich aber nochmal ein ausgewachsenes Männchen sehen. Weibchen, Weibchen. Haben die sich gerade weggekickt? Weibchen, Weibchen. Was ist das Männchen? Hä? Haben wir kein Männchen? Haben wir nur das Jungtier? Oder schläft er? Hallo? Wir haben kein Männchen. Na gut, dann haben wir das Jungtier nur. So, wir sollten zu den Uran-Utans, glaube ich, oder sowas, ne? Oder was hat sie gesagt? Ach, das ist sogar das coole Gehege hier. Oh mein Gott, er geht sogar gerade über die Brücke. Hammer. Ja, er läuft da noch nicht so ganz gut durch, aber die Grafik ist einfach wunderschön und die Tiere, ne? Wie die aussehen. Ja, genau, alles klar. Er klettert erstmal auf das Dach. Kein Problem. Du magst Schimpansen, ja. Da, ich weiß gar nicht, ob es hier auch Schimpansen gibt. Aber ist halt geil, das sind alles gerade neue Tiere, die wir in der Beta nicht hatten. Könnte ich mir stundenlang angucken. Was ist denn das jetzt? Ist das ein Weibchen oder ein Männchen? Es gibt sogar so eine andere Perspektive. Die gab es auch schon in der Beta. Okay, das ist ein Gesang, heißt der. Ein Männchen. Wollen wir uns mal das Weibchen angucken. Borneo-Orang-Utans sind wunderbare Tiere. Auch ein Männchen. Sie sind in Zoos immer echte Besuchermagneten. Und sie sind die größten in Bäumen lebenden Tiere der Welt. Es sei denn, du zählst auch Löwen dazu, die da oben festsitzen. Schau sie dir doch mal näher an. Mach ich doch schon. Rufe dazu das Infofenster auf und wähle die Tierkamera. Sind sie nicht einfach großartig? Ah, alles klar, Creeperboy. Wenn du soweit bist... Schauen wir uns danach mal die Bonobos an. Die sind was ganz Besonderes. Oh, Bonobos, cool. So, wo sind die Weibchen? Ist das ein Jungtier oder ein Weibchen? Wahrscheinlich ein Jungtier, ne? Ja. Auch ein Männchen. Oh, wie er aussieht. Er sieht ja komplett anders aus. Wie süß. Oh. Ist das ein Weibchen? Hä, gibt es überhaupt Weibchen? Ich fühle mich verarscht. Weibchen? Auch nicht. Ja, das sind Weibchen, oder? Yes. Okay, die Weibchen sehen halt komplett anders aus. Guck mal, die Mama und das Kind trinken gerade. Ist das nicht süß?
ist ja lustig, dass die Weibchen und Männchen so unterschiedlich sind. Okay. So, wo sollten wir jetzt hingehen? Bonobos, ne? Bonobos. Oh, sieht aus, als kämen wir gerade recht. Eine der Barrieren des Geheges ist zusammengebrochen. Und natürlich hat sich einer der Bonobos aus dem Staub gemacht. Ja, wo wir müssen er denn? Ihn wieder einfangen. Vorher sollten wir aber die anderen Bonobos in Transportboxen stecken, damit sie nicht auch noch ausbüchsen. Wähle die Gehegegrenze, um das Gehege-Infofenster aufzurufen. Ja, erstmal gucken wir uns die jetzt an. Das sind die. Und Bonobos? Das wusste ich gar nicht, dass die so aussehen. Ich kenne mich mit Tieren tatsächlich auch nicht so gut aus. Aber auch süß, ne? Tolle Tiere. Wir sind schon... Oh ja, wir sind 135 Zuschauer. Herzlich willkommen an euch alle, Leute. Hi, bye, fixtastisch. Du heißt Wolfgang, kann ich mir eh nicht merken. Kennst du mich noch? Ehrlich gesagt kann ich mich an deinen Namen gerade nicht so erinnern. I'm sorry, ich bin aber auch ein alter Mann. Oh, Katja, mein Beileid. So, Gucken wir, wie die aussaßen. Die könnten nicht sein. Könnte halt wirklich ich sein. Im Original, oder? Na, ich habe nur nicht so scharfe Zähne. So, dann machen wir mal hier die Gehege-Info. Gut, jetzt wechsel zum Reiter Tiere. Tiere, wo haben wir denn denn? Klicke nun auf alle Tiere versandfertig machen, um die restlichen Bonobos in Transportboxen zu sperren. Oh, praktisch, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Jetzt brauchen wir einen Tierarzt, um den entflohenen Bonobo einzufangen. Unser letzter Tierarzt hat aber gekündigt und ist zu einer Forschungsreise aufgebrochen. Das ist nicht gut. Wir müssen dringend einen Ersatz einstellen. Tierarzt. Geh in den Zoobereich und dort in die Abteilung Personalverwaltung. Ach, Frau, ich bin doch Profi von der Beta. Doch schon gut. Lange. Kümmern wir uns jetzt um den Ausbrecher, bevor er allzu viel Chaos anrichten kann. Wo ist denn der? Nutze die Tierwarnungen, um zum entflohenen Bonobo zu gelangen. Da ist er. Klicke dann auf Tierarzt rufen, um den Tierarzt zu holen, damit er das Tier fängt. Er macht einfach Terror hier. Fühlt sich wie einer der Besucher. Ich hätte gar keine Angst vor dem, wenn ich ehrlich bin. Ist ja süß. Wobei, was die vier Zähne haben, ne? Aber ist, glaube ich, auch ein Jungtier, oder? Der ausgebüxt ist. Oh, ich glaube schon. So, was sollte ich jetzt machen? Tierarzt rufen, denke ich mal. Okay, geschafft. Ja. Während sich der Tierarzt um den Bonobo kümmert, sollten wir das Gehege in Ordnung bringen, damit die Tiere nicht nochmal ausbüchsen. Begib dich zum Gehege. Begib dich zum Gehege, ja. Wie du siehst, ist die Barriere kaputt. Da hat jemand offensichtlich nicht aufgepasst. Ersetzen wir diesen Teil. Wähle die Barriere, dann bearbeiten wir sie. Lösche wir holen jetzt hier so einen der Barriere und ersetze ihn mit einem neuen Bauteil. So machen wir das. Ich dachte, wir holen jetzt jemanden, der das repariert. Ah ja, okay. Kann ich einfach so machen? Nee, ne? Löschen wir die einfach. Gut, das wäre erledigt. Jetzt müssen wir oben auf die Barriere eine Klettersperre setzen, damit die Bonobos nicht einfach aus dem Gehege klettern können. Guck mal, das hätte ich bei meinem Affengehege auch machen müssen. Achte darauf, dass du den richtigen Teil der Barriere ausgewählt hast, wenn du das machst. Nicht das denn. Also, rufe jetzt die Optionen auf, um festzulegen, auf welcher Seite die Klettersperre angebracht werden soll. Und pass auf, dass du es richtig machst. Die Bonobos werden eher über die Barriere klettern als die Besucher. Gut gemacht. I did it. Jetzt sollten wir die Bonobos schnellstens aus den Transportboxen holen, oder? Die armen Tiere werden noch ganz traurig, wenn wir sie zu lange da drin lassen. Wähle erneut die Gehegeumzäunung, um das Gehege-Infofenster aufzurufen. Wechsel dann zum Reiter Tiere. Sind wieder frei. Scheinbar ist nicht nur der frühere Tierarzt des Zoos verschwunden, sondern auch die Techniker. Wir müssen ein paar neue Techniker einstellen, damit nicht noch mehr Tiere entkommen. Mhm. Techniker übernehmen verschiedene Aufgaben im Zoo. Die wichtigste ist aber die Wartung der Gehegeumzäunungen. Wenn die Techniker sie nicht instand halten, nehmen die Umzäunungen Schaden und gehen irgendwann kaputt. Falscher Knopf. Und dann turnen bald überall entkommene Tiere durch den Zoo.
Ich glaube, jeder Affe kann gefährlich werden, ne? In den Zoobereich und dort in die Abteilung Personalverwaltung. So ein Gorilla oder so? Stelle einen Techniker ein und klicke auf einen Weg, um ihn im Zoo zu platzieren. Soll ich? Ein Weg? Das habe ich noch nie gemacht. Azubi. Aha. Wird ein höheres Erwalt. Okay. Ich habe doch jetzt hier einen eingestellt. Mache ich das denn jetzt? Techniker. Arbeitsbereich. Arbeitsbereich erstellen. Machen wir mal hier. Passt. Das ist jetzt gespeichert? Arbeitsbereich 13. Ich glaube schon. Jetzt glücklich? Ja, ich habe den doch jetzt erstellt, oder nicht? Da fängt schon an, Leute. Erste Mission zu schwierig. Arbeitsbereich 13, das ist doch der, oder nicht? Muss zwei einstellen, alles klar, danke dir, Olo. Klicke dann erneut auf den Weg, um einen zweiten Techniker einzustellen. Wie du siehst, musst du nicht jedes Mal in die Personalverwaltung, wenn du mehrere Mitarbeiter desselben Typs einstellen willst. Hm. Mann, wir haben einiges erledigt, oder? Das war gute Arbeit. Das war schon, oder? Ich hole mir mal einen Kaffee. Ich glaube, Bernie will dich sprechen. Oh, jetzt kommt er wieder. Oh nein. Der Spacko. Ich habe gehört, du hattest Probleme mit einem entflohenen Bonobo. Ach, Bernie. Das Wichtigste ist, dass du dich schnell darum kümmerst, bevor das Tier noch Klamotten stiehlt, sie anzieht und dann verkleidet durch das Haupttor nach draußen spaziert. Sind noch andere Affen? Mir ist sicher aufgefallen, dass an der Stelle, an der du das Forschungszentrum bauen sollst, schon ein Gebäude steht. Aber keine Sorge, das Gebäude dort ist nur ein Rohbau. Wir können das neue Gebäude also dort errichten. Die kennen wir Wenn schon. Du das Forschungszentrum auswählst und dann über den Rohbau bewegst, wirst du gefragt, ob du es dem bereits bestehenden Gebäude hinzufügen willst. Problem ist, ich höre gerade gar nicht zu. Allerdings ist das Forschungszentrum damit immer noch nicht platziert. Zuerst müssen wir es drehen, damit es automatisch mit dem Weg verbunden ist, wenn wir es platzieren. Okay. So, was soll ich machen? Ein Forschungszentrum, ne? Ups. Ist lang her, dass ich gespielt habe, ey. Gar nicht mehr die Steuerung gewohnt. Ist aber vermisst. Ich liebe dieses Spiel. So. Passt doch. Oder nicht? Ist doch mit dem Weg verbunden. Hallo? Oder nicht? Hä? Ach. Hä? Nee, das macht aber gar keinen... Ach doch, das macht Sinn. Ich bin ein Idiot, das ist ja kein Laden. Ich muss ja die Tür nach vorne. Falsch rum, ich schreib's schon. Oh mein Gott, bescheuert. Ich dachte gerade, das wäre so ein Laden, wo die dann so durch dieses Fenster so hüpfen. Wisst ihr, was ich meine? Ich war gerade voll verwirrt. Ausgezeichnete Arbeit. Mit unserem neuen Forschungszentrum können wir unserem Tierarzt direkt eine neue Aufgabe zuweisen. Beachte, dass Tierärzte nur Forschung betreiben, wenn sie keine anderen Aufgaben haben. Du kannst über das Infofenster eines Tierarztes zwar bestimmen, um welche Aufgaben er sich kümmern soll, aber das ist jetzt erstmal nicht weiter wichtig. Lassen wir unseren Tierarzt Katas erforschen. Geh in den Zoobereich und wähle dort Veterinärforschung. Das geht nicht, oder was? Ich würde gerne so ein bisschen schöner noch machen. Außerhalb des Platzierungsbereichs. Kann ich das so machen? Ich kann das allgemein gar nicht platzieren, ne? Ne, ich darf gerade nicht bauen anscheinend. Ach, schade. Okay. Nevermind. Dann machen wir das nicht. So, was soll ich jetzt machen? Ich habe wieder nicht zugehört. Typisch ich. Beginne mit der Erforschung von Kata bis Stufe 5. Ja, machen wir das doch mal. Spieler auf Besuch? What? Ist das jetzt einer von euch?
Ist das einer von euch? Spieler auf Besuch? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Geht das? Maya 30. What the fuck? Okay, das ist gruselig. Das ist richtig gruselig. Okay, wir sollten Dings erforschen, ne? Machen wir das doch mal eben. Du siehst dort eine Liste aller im Zoo vorhandenen Tiere, sowie alle Krankheiten, die potenziell auftreten können. Yes, I know. Stimmt, Krankheiten gibt's jetzt auch. Die gab's in der Beta noch nicht. Cutter, um mit der Forschung zu beginnen. Hab ich schon. Stellen wir zunächst zwei Infotafeln auf. Platziere sie an der Gehegeumzäunung und zwar so hoch, dass die Gäste sie lesen können. Alternativ setzt du sie auf einen Ständer. Infotafeln. Könnt ihr echt gerne auf dem Ständer machen? So, wo machen wir die denn hin? Das ist denn hier oben, ne? Boah, hier sind gerade voll viele Menschen im Weg. Ja, gibt's hier so einen Ständer? Ach, das! Schon so ein Ständer, oder? Ich glaube ja. Wenn wir mal eben eine Oberfläche ausrichten. Das wollte ich nicht. Da. Geht das jetzt? Ich glaube ja. Dann wählst du aus dem Menü Cutter aus. Aber da wärst du sicher auch selbst drauf gekommen. Selbstverständlich. Wenn du eine Infotafel oder einen Lautsprecher mit einem Tier verknüpfst, musst du darauf achten, dass sich dieses Tier auch in der Nähe befindet. Sonst verwirrst du die Gäste nur. Platziere zwei Infotafeln, okay. Das heißt, wir machen noch eine. Spielst du nur das Tutorial? Nee, ich denke mal, ich werde auch noch den Sandbox-Modus heute angucken. Weil bis jetzt haben die uns ja nicht wirklich Sachen gezeigt, die wir nicht kennen. Informationen angezeigt werden sollen. Ach. Wähle eine Infotafel aus, um ihr Infofenster zu öffnen. Ist hier auch Katas? Ja, ne? Nun, da wir die Infotafeln haben, sollten wir noch zwei Lautsprecher aufstellen. Bei Lautsprechern können die Gäste einfach zuhören, um mehr über das Tier zu erfahren, anstatt sich die Information mühsam durchlesen zu müssen. Du darfst Lautsprecher aber nicht zu nah beieinander aufstellen. Sonst verstehen die Besucher den Text nicht, der vorgelesen wird. Jetzt müssen wir die Lautsprecher nur noch mit dem Cutter verknüpfen. Das geht genauso wie bei den Infotafeln. Wusste ich gar nicht. Cutter. Wo ist der andere? Das wusste er. Da. Komm da gar nicht ran. Oh, ihr seid im Weg. 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 Er kommt schon in die nächsten Kinder. Nein. Weg. Oh, ich hab's geschafft. Sehr gut. Klasse. Oh, du solltest übrigens noch beachten, dass Infotafeln und Lautsprecher Strom benötigen, damit sie funktionieren. Ohne Strom bringen sie dir also nicht viel. Oh, scheinbar hat unser Tierarzt die Forschung zu den Cutters abgeschlossen. Wir müssen jetzt die Ergebnisse abrufen. Mamba. Klicke dazu entweder auf die Benachrichtigung oder öffne wieder den Bereich Veterinärforschung. Macht aber wieder direkt weiter. Hol die Forschungsergebnisse ab. Hab ich doch. Tierärzte erforschen das jeweilige Tier nach Abschluss einer Forschungsstufe weiter. Hallo Lisa. Wenn sie einmal in Fahrt sind, wollen sie vermutlich nicht gleich wieder aufhören. Nachdem wir jetzt etwas für unsere Gäste getan haben, sollten wir auch etwas für die Cutters tun. Einige Tiere wie die Cutters haben ein Kletterbedürfnis. Das bedeutet, sie brauchen eine gewisse Kletterfläche. Du kannst dieses Bedürfnis stillen, indem du einen Kletterrahmen aufstellst. Ich die mal an, die Finden Kleinen. Wir aber erstmal heraus, wie viel Kletterfläche die Cutters noch brauchen. Wähle einen von ihnen, um ihr Infofenster aufzurufen. Yes. Klicke dann auf den Reiter Gelände. 46 Quadratmeter brauchen sie noch. Wie du siehst, brauchen die Cutters noch sehr viel mehr Kletterfläche. Zum Glück habe ich schon einen Bauplan für einen Kletterrahmen für dich. Du kannst den Rahmen entweder so aufstellen oder selbst einen gestalten. Tiere haben übrigens nicht immer nur ein Kletterbedürfnis. Einige Tiere brauchen zum Beispiel Wasser im Gehege, damit sie schwimmen gehen können. Man muss da wirklich sehr aufpassen.
Okay. Doch, Magnus, ich benutze es noch, aber ich habe nur sehr viele Gespräche offen, deswegen kann es mal dauern, dass ich ein bisschen brauche, bis ich antworte. So, ich soll jetzt hier Kletterfläche. Soll ich das jetzt selber bauen oder bauen wir so ein Fertigding? Ich könnte halt einfach so ein Ding machen, ne? Bitte, das reicht mir nicht, dass ich es einfach hier so hinbatsche. Ganz locker das easy. Das ist ein toller Kletterrahmen für die Cutters. Den werden sie garantiert lieben. Natürlich. Aber weißt du, was sie noch glücklicher machen würde? Besseres Futter. Aber das gilt vermutlich für uns alle, nicht wahr? Du kannst besseres Tierfutter durch Forschung freischalten. Glücklicherweise haben wir schon welches für die Cutters freigeschaltet. Also musst du nur dafür sorgen, dass sie es ab sofort aufgetischt bekommen. Rufe jetzt das Infofenster des Geheges auf, indem du das Gehege der Cutters auswählst. Ja. Jetzt öffne den Reiter Tiere. Super. Wie du siehst, das wusste ich auch noch nicht, Leute. Also ich lerne schon noch was dazu. Nicht schlecht. Klick einfach auf das Dropdown-Menü. Also das Tutorial ist schon ziemlich gut. Futterqualität Stufe 2. Hm. Futterqualität Stufe 2. Da läuft mir sofort das Wasser im Mund zusammen. Ich habe zum Glück gerade schon gegessen. Alles klar. Ein neuer Kletterrahmen und besseres Futter. Gehen wir dahin? Diese Viecher werden echt verwöhnt. Er kackt erstmal darunter. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns um eine der wichtigsten Aufgaben des Zoos kümmern. Tiere in die Wildnis zu entlassen. Wenn wir das Gefühl haben, dass ein Tier bereit dafür ist, können wir es in die Wildnis entlassen. Aber woran erkennt man das? Nun, zum einen ist das Alter ein entscheidendes Kriterium. Was macht er jetzt? Wir wollen schließlich keine Jungtiere oder Senioren freilassen. Außerdem muss das Tier zeugungsfähig sein. Denn schließlich wollen wir, dass sich die Art in der Wildnis vermehrt. Komm, spiel ein Lied. Tiere mit gutem Fruchtbarkeitsgen eignen sich also besonders. Aus dem Alter und der Fruchtbarkeit ergibt sich dann auch, wie viele Arterhaltungspunkte wir bekommen, wenn wir ein Tier freilassen. Oh. Arterhaltungspunkte sind sehr wichtig. Sie sind praktisch das Lebenselixier deines Zoos. Denn je mehr Arterhaltungspunkte du hast, umso mehr Tiere kannst du aufnehmen. Und eine umso höhere Qualität haben die neuen Tiere. Behalte das immer im Kopf. So, und jetzt lass uns zum Orang-Utan-Gehege gehen. So, okay. Ich habe aber so ein bisschen zugehört tatsächlich. Das mit den Tierchen da, aber mit den Arterhaltungspunkten kenne ich mich eigentlich schon ganz gut aus. Beyblade, danke schön für dein Abo. Herzlich willkommen. So, gehen wir mal zu den Orang-Utans. Finde bitte Agung, einen Borneo-Orang-Utan, und wähle ihn im Gehege an. First try, du kannst dazu entweder die Tiere einzeln anklicken oder du klickst die Gehegeumzäunung an, wechselst im Infofenster zum Reiter Tiere und wählst Agung in der Tierliste Natürlich habe ich Discord. Ich habe Agung. Was soll ich mit ihm machen? Oder soll ich das jetzt echt nochmal über diese... Oh mein Gott. Spieler auf Besuch, ey. Ach Leute, ey. Ihr seid geil. Guckt euch mein Zoo an. Okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich es jetzt wirklich machen? Ah ne, entlasse ich. Soll ihn einfach entlassen. Uff, der Arme. Ist doch so schön in meinem Zoo. Ich weiß, es ist traurig, dass er geht. Aber er wird es in freier Wildbahn Dankeschön. Gut haben. Und er ist ein prima Kandidat, denn er ist jung, kräftig und fruchtbar. Danke. Das war sehr gute Arbeit. Du hast wirklich Potenzial. Ah, wie ich sehe, also, hast du deine Hausaufgaben gemacht. Wobei man kaum von Hausaufgaben sprechen kann, wenn es um etwas so Putziges wie Cutters geht. Wäre es in der Schule weniger um Mathe und mehr um Mandrills gegangen, hätte ich bestimmt bessere Noten gehabt. Ja. Bisher haben wir uns nur um die Gehegetiere gekümmert. Jetzt sind die Vivarientiere an der Reihe. Hi Miri. Bauen wir zuerst ein neues Vivarium. Ich habe eine Stelle für unser neues Vivarium markiert. Das freut mich. Begib dich bitte dorthin. Das ist eine gute Nachricht, eine sehr gute Nachricht. So, lass uns jetzt in der Lücke ein neues Vivarium errichten. Füge es einfach dem Gebäude hinzu, genau wie das Forschungszentrum, und platziere es dann in der Lücke. Halt wirklich ein Leguan. Ich liebe Leguane. Schade, dass die so groß werden. Sonst hätte ich mir mal eine als Haustier zugelegt. Aber ich glaube, die werden voll groß, ne? Aber es gibt wahrscheinlich auch irgendwelche
Unterarten, die nicht so groß werden. So, wo soll ich jetzt drauf gehen? Ach ja, Einrichtung war das. Dann Vivarien, ne? So, wollen wir mal. Warum muss ich das jetzt machen? Ist das egal? In Vivarien habe ich auch noch gar nicht gearbeitet. Auch absolut keinen blassen Schimmer von. Ich setze es einfach mal ein. Als nächstes musst du ein Tier für das Vivarium auswählen. Wie wäre es mit der Gila-Krusten-Echse? Nimm über den Vivarienhandel eine dieser Echsen auf. Machen wir. Genau wie bei Gehegetieren müssen wir auch die Gila-Krusten-Echse dem Vivarium zuweisen. Klicke auf das Vivarium, um sie dorthin zu setzen. Ist sie jetzt da drin? Wenn du ein Tier in ein Vivarium setzt, wird es automatisch passend für das Tier eingerichtet. Das heißt alles klar, Lisa, mach's gut. Ciao. Dass alles perfekt ist, also kümmern wir uns jetzt um den Rest. Als kann leider die Tiere nicht auswählen, Leute. Beschäftigungsobjekte hinzu. Klicke das Vivarium an, um das Infofenster aufzurufen. Ja. Okay. Klicke jetzt auf den Reiter Layout. Ach, jetzt kann ich hier so wie Sachen. Du weißt, kannst du weitere Beschäftigungsobjekte cool. freischalten, indem du deine Tierärzteforschung betreiben lässt. Jetzt müssen wir noch die Temperatur nice. Und die Feuchtigkeit im Vivarium festlegen. Ah, und das kann ich dann hier erforschen? Das ist sehr wichtig für das Wohlergehen der Gila-Krusten-Echse. Klicke auf den Reiter Klima. Ach, da ist die schon. Da ist sie ja schon. Wir gehen mal näher angucken. Kann ich die anklicken? Modon, danke schön. 2 Euro. Wusste gar nicht, dass Tiere Musik machen können. Der kann besser spielen als ich, Modon, der Affe. Das sage ich dir, aber ich bin total unmusikalisch, leider. Ich würde auch gern Klavier spielen können, aber... Ja. Rückkreiskamera geht hier nur. Okay. Ja, whatever. So, was sollten wir jetzt machen? Wir sollten hier das Klima du, welche einstellen, Temperatur genau. und Feuchtigkeit die Krustenechse bevorzugt. Oha, okay, du da kannst beide weniger Einstellungen über die Regler unten anpassen. Sorge dafür, dass sich die Echse richtig wohlfühlt. Ja, das ist das. Wie braucht der? Habe ich jetzt zu wenig? 36 Grad ist super. Und da müssen wir runter. Und wie viel? Das regelt sich gerade runter. Schauen wir gleich mal, wo der Balken stehen bleibt. Wir spielen gleich noch Sandbox, Leute, definitiv. Keine Sorge, aber ich lerne hier gerade echt noch Sachen dazu. Das ist sehr hilfreich und das gehört halt auch dazu. Und ich finde es auch sehr angenehm, sehr jetzt noch ein paar Zoos gut. zu sehen. Jetzt müssen wir nur noch die Einstellung für die Fenster vornehmen. Wähle dazu den Reiter Fenster. Okay. Du kannst jedes der 4 Fenster eines Vivariums anpassen. Es kann geschlossen oder offen sein oder als 2- oder 3-dimensionales Hintergrundbild fungieren. Wieso probierst du nicht ein wenig mit den Einstellungen herum? Du kannst auch noch eine Infotafel aufstellen, auf der die Gäste Informationen zu dem Tier finden. Was ist das jetzt hier? Lass uns das jetzt machen. Heli-Fassade. Was ist denn Fenster 4? Was hier? Was ist denn der Unterschied? Der? 2D? 3D? Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied hier ist. Ehrlich bin. Verschließen. Das ist das Fenster. Ich sehe keinen Unterschied. Also ehrlich nicht. 3D? 2D? Ja. Wisst ihr den Unterschied? Hi! Keyboard und Klavier. Ich kann beides leider nicht. das ist ein roter Panda. Panda auf dem Thumbnail. Bunny, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. So, passt schon. Passt schon. Wer ist denn jetzt hier alles da? Covet, Gucci, David Meyer. Und das bin ich. Nee, das ist auch irgendjemand anderes, ne? Heißt einfach wie ich. Da ist er. Ah nee, das bin ich halt wirklich, ne? Hä, das ist ja voll komisch. Ego-Perspektive, wie cool. Ja, whatever. Aber das sind doch nicht wirklich Spieler, oder? Das ist doch einfach nur so von wegen, mein Avatar ist jetzt hier auch gerade in meinem eigenen Zoo zu Besuch. Wisst ihr, was ich meine? Also das steuert ja jetzt gerade keiner, oder? Willst du die roten Pandas? Werde ich definitiv machen. Die sind mega cool. Also, definitiv. So, was sollen wir denn jetzt hier machen?
Hä? Was ist der Auftrag? Erhöhe den Bildungswert. Ah, okay. Das kriegen wir hin, natürlich. Das kriegen wir hin. Vivarien-Infotafel. Oh, sowas gibt's auch. Cool. Aber wie rum muss die? Mal kurz hier aus der Sicht raus. Ja, wie komme ich denn? So. Ah, okay, ich verstehe. Machen wir die mal hier vorne hin. Da stehen nämlich gerade keine Gäste im Weg. So. Wunderschön. Müssen wir hier noch die Hustenechse auswählen? Jetzt können die Besucher mehr über unseren giftigen Freund hier erfahren. So, jetzt habe ich eine größere Aufgabe für dich. Interessant. Ich will, dass du die Zahl der im Zoo vorhandenen Arten erhöhst. Du solltest ich glaube, die heißen rote Pandas. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Ja, doof, Mann, das wäre mega. Dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. Halte in deinem Zoo mindestens 12 Tierarten. Oh, wir dürfen jetzt gleich loslegen, Leute. Aber ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Ich lasse euch mal ganz kurz hier diesen wunderschönen Affen hier. Die finde ich ja mit am süßesten, muss ich sagen, ne? Also die sind Hammer. Die lasse ich euch mal kurz beobachten und bin ganz, ganz kurz auf Toilette. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hat er Unfug gemacht? Der Kleine oder war er brav? So. Wie war denn überhaupt euer Tag, Leute? Erzählt mal. Also meiner war sehr entspannt. Ich war ausgeschlafen. Jetzt sind zwei neue Spiele draußen. Planet Zoo und Red Dead Redemption. Und ich habe die Woche frei bis Sonntag. Also viel besser könnte eine Woche nicht anfangen. Sehr schön. So, wir brauchen mehr Tierarten. Wir gucken jetzt erstmal, wie viele wir haben überhaupt. Das geht ja hier, ne? Tiere. Woran sieht man denn die Anzahl? Ich könnte jetzt hier nachzählen, aber gibt es da keine Übersicht? 12 verschiedene Tierarten. Kann man das irgendwo sehen, Leute? Ein Englisch-Test. Wie ist der denn gelaufen? Oh, gute Besserung, Artist. Kannst du mir das Spiel empfehlen? Oh ja, kann ich. Olodril, ich war gestern noch einkaufen, gestern Abend. Oh, Raptor, auch an dich gute Besserung. Oh nein, wirklich Milka? Das ist ärgerlich. War es denn ein teures Handy oder ist es ein teures Handy? Oh, Creeperboy, danke, dass du da bist. Wie lange dauert das denn, das Tutorial? Das dauert ein bisschen. Wir haben sogar noch ein paar mehr Tutorials vor uns. Aber Leute, wir haben alle Zeit der Welt heute. Ich habe frei, wir können wirklich entspannt streamen heute. Also wir machen uns keinen Stress. Ich hoffe, ihr habt auch genug Zeit dafür. Weil ich lerne hier gerade wirklich noch ein paar Sachen dazu. Ich habe keine Ahnung, woran man die Anzahl sieht. Wir zählen mal einfach. 1, 2, 3, 4, 5. Gibt es Flusspferde? 6, 7, ich glaube, ich habe mich verzählt, oder? Haben wir echt nur 8 Tierarten? Ich habe mich 100 pro verzählt. Whatever, geh mal zu den Flusspferden. Wo haben wir denn Flusspferde? Ach, hier unten. Wie cool. Gar nicht gesehen. Das ist ja einfach ein Flusspferdgehege. Deswegen auch der Zaun hier. Ah, ich verstehe. Mega nice. Oh, wie viele von euch krank sind. Aber es ist auch gerade die Zeit dafür, ne? Um krank zu werden. Vom Wetter her.
Ja, am einfachsten ist es wahrscheinlich, einfach Vivarien hier unterzubringen. Okay, gedacht ist es natürlich, dass wir hier was bauen, denke ich mal. Guck mal, wir können jetzt uns hier auch austoben. Können wir jetzt alles frei benutzen hier an Bausachen? Ja, jetzt können wir auch bauen. Ach, wie cool. Okay, let's go, Leute. Was wollt ihr für Tiere sehen? Wir schauen mal im Tierhandel. Was hättet ihr denn gerne? Wir brauchen eine neue Tierart. Zoom hier mal einmal durch. Oder scroll hier mal durch. Die haben wir schon alle. Haben wir. Können wir alles auswählen? Kann ich nicht, ne? Mandrills hatten wir auch, ne? Hier, den könnten wir machen. Den Tapir. Den haben wir noch nicht, glaube ich. Hatten wir den Schimpansen? Hatten wir auch nicht, oder? Also wenn ihr irgendein Tier seht hier in der Liste, was wir noch nicht haben in unserem Dings. Also Schimpansen und Tapir sehe ich jetzt so auf Anhieb. Dann könnt ihr es gerne sagen. Dann können wir dafür ein Gehege bauen. Ansonsten, das haben wir alles, ne? Sorry, wenn ich hier jetzt gerade so schnell durchscrolle. Borneo-Uran-Utan haben wir, Bonobo haben wir. Müsste eigentlich alles, ne? Tierhandel klingt wie ein Schwarzmarkt, ist halt echt so. Das verrate ich nicht, Burgerfresser. Ein Flussbärt, bitte, Kev. Kann man die denn überhaupt umbenennen? Ich glaube, hier in der Tierliste, ne? Kev. Oh, Kek. Hä? Was ist jetzt denn passiert? Kev. Das? Ah, ich hab's umbenannt. Fleischfresser. Ich glaube, können wir gar nicht. Wir können im Vivarienhandel nochmal eben gucken. Vivarien sind natürlich einfacher für uns zu machen, ne? Es geht halt viel, viel schneller. Aber ich will da eigentlich auch ein Gehege bauen. Ich habe Lust dazu. Was ist das denn hier? Echte Ratschnecke. Oha, ey. Was es hier alles gibt, ne? Goliath-Frosch. Grüner Insel-Leguan haben wir schon. Ich glaube, wir machen mal so einen Frosch als erstes. Komm, machen wir mal erstmal ein Vivarium. Ich glaube, wir brauchen nämlich noch ein paar Gehege. Wo hatten wir denn unsere anderen Vivarien? Waren die denn hier, ne? Ist natürlich schön hier so in der Mitte. Cool, dass alles aussieht. So, wo können wir denn jetzt nochmal einen hinmachen? Wird alles schon so perfekt zugebaut, ne? Ich würde das gerne auch einfach so mitten in den Weg platzieren. Ich will jetzt ja auch gar nicht mehr zu viel Zeit lassen damit. Weil es ist wie gesagt nur ein Tutorial und da können wir lieber uns die Zeit nehmen in einem Zoo, den wir richtig bauen, denke ich. Ja, Leute, ich denke mal, es ist in Ordnung, wenn ich das jetzt irgendwo hinklatsche, oder? Passt schon. Machen wir. Einrichtung. Gehege müsste das sein, ne? Nee. Einrichtung ist richtig, ne? Kleintier-Vivarien. Okay. Könnt ihr jetzt rein theoretisch das Ding einfach irgendwo hier hinklatschen? Wie macht man das denn am besten? Ist halt voll dumm, wenn ich hier das so mache. Kann man das nur von einer Seite angucken? Egal, dann haben wir noch eine Tierart mehr. Okay, das ist jetzt, sieht jetzt richtig nice aus. Wo kauft man das Spiel? Bei Steam. Bei Steam, mein Guter. So, und dann holen wir uns mal eben hier den Frosch da. Holen mal zwei Stück. Jetzt haben wir zwei Frogs hier drin. Das ist sehr gut. Da können wir jetzt auch nochmal eben einmal gucken. Layout gefällt ihm nicht so. Temperatur müssen wir noch regeln und das Layout. Okay. Hier haben wir leider noch nichts erforscht. Das heißt, wir müssen erstmal unseren Tierarzt dorthin schicken. Oh, was ist das? Wie viele Verkäufer wir haben. Holy shit. Was ist denn unser Tierarzt? Oh. Ach, der ist natürlich ganz unten. Ich glaube, ich stelle noch einen zweiten ein. Kann ja nicht schaden. Ich muss ja gar nicht in der Liste hier gucken. Ich muss einfach hier machen. Da, der Frosch. Einmal erforschen. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Regeln mal eben die Temperatur. Die muss ein bisschen runter. Ist wahrscheinlich zu viel, ne? Gibt es eigentlich Krebse? Ich glaube, Wassertiere gibt es gar nicht. Also so, es gibt schon Wassertiere, aber so richtige Meerestiere gibt es, glaube ich, nicht.
Hä, ist das jetzt nicht voll im richtigen Bereich da? Ah, jetzt 31 Grad. Sehr schön. So, das Layout gefällt ihm noch nicht, aber das kann ich, wie gesagt, noch nicht ändern. Das müssen erstmal die Dingens erforschen. Ich muss doch irgendwo sehen können, wie viele verschiedene Tierarten ich habe, oder? Wie hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goliath-Frosch. 7, 8, 9. Ne. 9, 10. Hier, ein paar Femeln noch. Wo ist denn das Vivarium hier? Noch kein Tier drin, anscheinend. Ah, okay. Hier kann ich auch noch ein Tier reinmachen. Machen wir das doch mal eben. Vivarienhandel. Das ist ja super. Aufnehmen. Aufnehmen. Verschieben. Verschieben. Super. Und dann stelle ich auch hier nochmal einen Tierarzt ein, weiteren. Der kann dann nämlich auch den nochmal eben erforschen, weil da werden wir wahrscheinlich auch noch ein paar Anpassungen machen müssen. Das ist ganz gut. Schlange kann ich leider noch nicht, Leute. Das ist eine Tutorial-Mission. Da ist leider alles sehr begrenzt von den Auswahlmöglichkeiten, was Tiere angeht und so. Aber wir werden gleich auch noch in Sandbox reingucken, definitiv. Na, erstmal ein bisschen Tutorial zocken, ist schon nicht schlecht. Weil ich lerne hier gerade auch echt viele neue Dinge dazu, muss ich sagen. So, wir passen mal eben das Ding hier an noch. So, Layout kann ich natürlich noch nicht anpassen, ne? Ach, kann ich doch. Cool. Jetzt ist das Layout jetzt nicht gut. Weil ich die anderen Sachen hier wahrscheinlich nicht freigeschaltet habe. Oh, die Temperatur war schon gut. Oh, hab ich versehen, die Feuchtigkeit war zu hoch. So, sehr schön. Geht's auch denen gut. Und ich glaube, jetzt brauchen wir noch eine Tierart. Dann nehmen wir dann irgendwas anderes, größeres. Da werden wir, denke ich mal, hier vorne das Gehege bauen. Das bietet sich ja quasi an. Jetzt müssen wir eben schauen, was wir da nehmen. Also ich glaube, die einzigen, die wir noch nicht haben, sind wirklich die Schimpansen und die Tapirs. Wobei, die Tapirs sehe ich jetzt auch noch einen da. Westlicher Schimpanse. Haben wir Schimpansen schon? Ich schaue mal ganz kurz nach. Ich bin mir da unsicher. Borneo, Bonobo, Kata, Mandrill. Die Schimpansen haben wir noch nicht. Wollen wir ein Schimpansengehege bauen, Leute? Habt ihr Bock? Ist doch spannender als Tapir, oder? Weil Tapir kennen wir schon. Ich würde sagen, ja. So, Weibchen. Männchen. Auf die Werte und so achte ich jetzt nicht. Oh. Fruchtbarkeit hätte ich vielleicht drauf gucken sollen. Beide nicht so nice, aber so lange werden wir in diesem Zoo nicht spielen, dass die sich jetzt unbedingt vermehren hier. So, dann bauen wir mal ein Affengehege, Leute. Gibt es hier denn mittlerweile mehr Zäune? Was für ein Zaun? Stahldraht, den kenne ich halt auch noch nicht. Maschendraht. Ich weiß nicht, was brauchen denn Uran-Uten? Nee, was war das jetzt? Schimpansen, ne? Gibt es Jaguare? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Gibt es Leoparden? Ja, Schneeleopard gibt es auf jeden Fall. Hallo, Fenstern. Mir geht's super. Ist die beste Woche ever. Zwei neue Spiele raus. Ich habe Urlaub. Wir können ganz viel zocken. Viel besser könnte es gar nicht sein. Nenn einen Toni von den Schimpansen. Ja, das schauen wir gleich mal. Wir müssen jetzt erstmal das Gehege bauen. Ja, ich werde mir jetzt hier auch nicht so viel Zeit lassen, Leute. Ich denke mal, ich mache das ungefähr. Wir bauen erstmal den Weg einmal drumherum. Oder? Ne, wir bauen erstmal die Barriere. Das sind wahrscheinlich auch mega die Kletterdinger so, ne? Können wir schon gut klettern. Schimpansen. Blockiert. Ja, hier werden die hochkommen, oder? Bring hier doch easy raus. Also ich glaube, ich muss hier wirklich einen Zaun bauen. Ja, Leute, wir bauen jetzt erstmal einfach drauf los jetzt. Passt schon. Soll den hier nochmal abschrägen? Doof. Das geht ja mit dem Zaun gar nicht. Muss ich ja so machen. Das reicht an Platz, aber ich denke schon.
wunderschön. Ist auch voll uneben hier, sehe ich gerade. Das macht nichts. Können wir auch einmal kurz überglätten. Das hätte ich vielleicht erst machen sollen. Damit das Ganze für uns ein bisschen einfacher wird hier beim Bauen. Ich muss das nochmal entfernen. Die Form gefällt mir eh nicht so gut, die ich hier gemacht habe. Ich würde eigentlich das ganze Gehege. Den ganzen. Ach, jetzt kann ich es gar nicht mehr, weil die nicht mehr verbunden sind. So, jetzt ist weg. Jetzt glätten wir erstmal. Oh, ich muss echt erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Gibt es im Spiel Raptoren? Definitiv ja. Den guten Velociraptor. Wer kennt ihn nicht aus den heimischen Zoos? Conti war schon immer gut. Der Planet ist Hammer. Wer noch richtig viel Spaß mit dem Spiel haben. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Und was ich auch mal eben testen möchte, ist... Ganz kurz. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Ob das immer noch genauso aussieht. Krass lang. Ne, das sieht anders aus. Sehr cool. Weil das in der Beta... Hier gibt es allgemein andere Untergründe, ne? Sehen allgemein voll anders aus. Mega nice. Wird dann wahrscheinlich auf jeden... Das, wenn ich so mache, dann kommt random irgendwas, ne? Wird dann wahrscheinlich auf jedem Kontinent und jedem Biom anders sein, was man dafür Gräser und so platzieren kann. Finde ich ziemlich cool. Wir haben hier so eine richtig schöne Mischung beim Untergrund. Ich hab das jetzt hier voll versaut. Sah so richtig schön aus. Schön natürlich. Aber was haben die da benutzt? Ich habe keine Ahnung. Ich pinsel jetzt irgendwas rüber. Wir bauen jetzt ein hässliches Gehege, Leute. So, jetzt können wir nochmal neu machen. Das ist ja einfach ein rundes Gehege. Ich hoffe, das reicht für die Schimpansen aus. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte es auch nachlesen. Wie Quadratmeter die brauchen. Im Wiki. Aber ich will eigentlich das Tutorial jetzt einfach schnell hinter mich bringen. Wenn ich ehrlich bin. Aber warum sollen wir uns jetzt die ganze Zeit damit aufhalten? Da können wir später die Zeit lieber in einem Zoo investieren. Wo wir dann auch wirklich länger bauen. So, das mit diesen Dingern hier ist manchmal echt ein bisschen tricky. Man kann das immer noch ganz gut bewegen, so im Nachhinein. So, wunderschön. Schöneren Gehegeumriss habe ich noch nie gebaut. Hallo, Temp. Mach für den Schimpansen einen Dschungel. Ja, wie gesagt, Leute, also ich werde mich jetzt, denke ich, mal beeilen. Die Zeit, die können wir halt wirklich lieber in den Zoo investieren nachher, wenn wir im Sandbox bauen. Weil, macht halt mehr Sinn. So, einmal dieses Kletterding nach innen, perfekt. So soll es sein. Meint ihr, die kommen da rüber bei 4 Meter? Na, eigentlich nicht, ne? So, Bau. Gehege brauchen wir nochmal ein Tor. Ne, jetzt bei Barrieren. Machen wir hier nochmal ein Tor rein. Ist das der Mitarbeiterweg hier hinten? Ach, das ist der Mitarbeiterweg. Dann müssen wir das Tor... Ja, machen wir rückgängig. Das hier hin machen. Verbinden hier mal den Mitarbeiterweg dann. Wunderschön. Sehr gut. Und dann bauen wir mal so ein bisschen Gehege. Ich werde jetzt hier auch einfach fertige Sachen nehmen. Denke ich mal. Ich baue mal so ein Klettergerüst. Du nimmst halt auch solche Sachen. Das ist ja auch praktisch. Wie cool. Kann man sich dann auch schon so seine Kletterstationen und so fertig bauen. Oha. Nun, was es hier gibt. Hier mega. Habt ihr schon im letzten Video gesehen, ne, wie ich so ein Ding gebaut habe? Ich denke, das ist jetzt nicht so spannend. Was ist das? Ist das so ein Spielzeug für die Affen? Keine Ahnung. Wasserfall und Metallrahmenbeschäftigung. What the fuck? Boah, wie cool! Na,
nice das ist. Man hier alles für Sachen machen kann. Ich mach mal eben den Filter rein. So, wie heißt der? West, irgendwas mit West, ne? War das nicht Westafrikan? Ne, da. Westlicher Schimpanse. Genau. Hier gibt's auch voll viele neue Sachen. Das ist auch so ein Spielzeug, ne? Meint ihr, wir können hier unter nochmal eben... Kann ich im Nachhinein gar nicht richtig machen mehr. Schade. Dann müssen wir mal eben ganz kurz das Ding nochmal entfernen. Dann machen wir hier mal. Bisschen Wasser rein. Da kommt dann das Ding wieder drauf. Ich hoffe, das klappt soweit. So, wo ist das? Gibt es jetzt hier nicht wegen dem Filter wahrscheinlich, ne? Also ist das wahrscheinlich nicht für den Schimpansen unbedingt das Beste, was ich hier gerade baue, aber passt schon. Oh, was ist jetzt passiert? What the? Was ist das denn? Okay, das wollte ich nicht. Die sind besser abgesenkt worden, das ist ja doof. Wahrscheinlich, weil ich das so tief gebaut habe. Machen wir mal so. Ah, so ist besser. Hier so ein kleines Wasserbecken, das ist schon in Ordnung. Terraforming, ja. Das ist auch so eine Kunst für sich. Ich finde das echt interessant, weil wir haben jetzt so viele neue Sachen hier. Und hier haben endlich diese ganzen Deko-Elemente. Die haben ja in der Beta echt gefehlt. Ihr seht schon, was man da alles für coole Sachen bauen kann. Also da werden wir uns ordentlich austoben können. Oh, es sind hier noch Sachen, die von mir gespeichert sind, ne? Sind leider alle gesperrt. Ah, okay. Das heißt, man hätte sogar aus der Beta Sachen abspeichern können oder sowas. Glaube ich zumindest. Afrika-Haus. Was es ja alles gibt. Aber da klicken wir uns gleich in der Beta mal in Ruhe durch, Leute. Jetzt schnell eben das Gehege einrichten. Tier... Oh. What's going on? Who is it? Was machst du da? Oh, danke schön, Karlin. Was zur Hölle macht der da? War doch ein Mandrill, oder? Ja. Okay, das war irgendein Bug. Der hat sich da irgendwie durchgeglitscht. So, wir lassen mal die Schimpansen schon mal frei. Passt schon. Ich glaube, das müsste dann schon reichen an Tieren. Wir haben mega viele. Hier ist durstig. Haben die allgemein kein Trinken? Doch, die haben doch hier Trinken. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt hier. Hier schon wieder alles nicht funktioniert. Das gibt's ja nicht. Bauen wir mal so ein Futterding hin. So ein Wasserding hin. Sicher ist sicher. Nicht, dass hier die Mandrills noch sterben. Okay, das ist alles nicht so wichtig. So, Schimpansen wollte ich freilassen. So sieht es nämlich aus. So, verschieben. Verschieben. So, vor. Wo sind sie denn? Aber wir brauchen auch hier wieder so einen Dingens wahrscheinlich, ne? Oh, hier gibt es auch schon so fertige. Cool. Oh, da sind unsere Schimpansen. Aber ich denke mal, wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Tierpflegerhütte. In der Nähe. Muss jetzt alles nicht gut aussehen, Leute, wie gesagt. Ansonsten brauche ich hier, glaube ich, nichts. Strom vielleicht. Ich weiß nicht, ob das mit Strom versorgt ist oder nicht. Ah, da oben ist er auch schon drauf. Sozialverhalten. Okay, die brauchen noch mehr Platz und... Ah ne, Platz haben die mehr als genug. Die brauchen mehr Kletterdings. Oder was ist das? Ja, Kletterfläche. Gras kurz. Okay, und mehr Affen. Wir brauchen mehr Affen. Sorry, Leute, wenn ich gerade nicht so viel auf den Chat achte. Ich bin sehr beschäftigt mit dem Spiel. Wahrscheinlich eher Weibchen, ne? Habe ich immer das Gefühl, das ist bei Affen so.
wir schicken mal noch ein zweites Weibchen hier hin. Und dann machen wir nochmal Fressen und Trinken und sowas. Ja, zack. Ich habe gar nicht den westlichen Schimpansen ausgewählt. Sollte ich vielleicht erstmal machen. Oh, einen Schlafplatz brauchen wir auch. Wir pausieren mal ganz kurz. Der ist zu groß. Ich baue jetzt hier auch einfach fertige Sachen. Ich habe ja schon gerade gesagt, warum. So, haben wir hier einen Schlafplatz. Das war super. Dann bauen wir hier nochmal irgendwelche Sachen hin. Was ist das hier? Keine Ahnung. Was ist hier schon wieder passiert? Der Affe ist schon wieder resettet worden. Irgendwas fehlt doch hier noch, oder? Wasser haben wir auch schon. Nee, haben wir noch nicht. Klimaanlage. Klumpen aus gefrorenen Früchten. Okay. Verlegen. Wie geht's euch denn jetzt hier? Platz. Das Gehege ist zu klein oder zu voll? Doch gar nicht zu klein. Das Kletterding ist zu klein, ja. Das mag sein. Aber dann platzieren wir euch einfach noch was, kein Problem. Weiß nicht, ob das für diese große Schimpansen hier geeignet ist. Okay, jetzt ist perfekt. Dann brauchen wir noch ein bisschen Gras. Gras kurz. Dankeschön für 89 Likes, Leute. Vielen, vielen Dank. So, Gras kurz haben wir auch genug. Ah, ich denke mal, jetzt passt das schon fast, ne? Wo ist denn hier der dritte Schimpanse? Da kommt er. Dann könnte das hier... Ah, ich glaube, wir brauchen vier mindestens, ne? Dann lassen schon mal. Die klettern auch überall rauf. Ist voll witzig. Hey, oh, warum sind hier der Kletterdings nach außen? What? Okay. Das passt es. Keine Ahnung, was das soll. Ja, aber eigentlich sind die glücklich, ne? Wie viele Tierarten brauchen wir denn noch? Kann ja nicht sein. Ich habe jetzt ja auch keine Besucherattraktion oder so, aber wir müssen ja einfach nur Tierarten kriegen. So viele Leute sind hier drin. Oh mein Gott. So, rufen wir mal kurz einen Techniker. Wir bauen jetzt einfach noch, oder wir gehen mal in den Vivarienhandel. Gucken mal, was wir hier noch machen können. Wenn noch nicht haben, weil ja, Vivarien sind halt am einfachsten so. Aufnehmen, aufnehmen. Machen wir nochmal einen Vivarien. Linksbums hier hin. Auch bei Einrichtung. Kleintier-Vivarien. Kommt auch einfach hier hin. Passt schon. Ich will gerade einfach nur die Mission durchrushen, dass wir die durchhaben. Ach, ich muss ja hier gucken. Verschieben. Mann, du warst aber fleißig. Ach, wir haben es geschafft. Jetzt, da du all die neuen Arten aufgenommen hast, müssen wir dafür sorgen, dass sich die Tiere auch wohlfühlen. Dazu sollten wir das durchschnittliche Wohlbefinden im Zoo also schön in die Höhe treiben, ja? Und mit wir meine ich natürlich dich. Los, los. Ja, da habe ich ja zum Glück schon so ein bisschen drauf geachtet. Das ist eine ganz gute Sache. Aufnehmen. Kann ich so senden. Zack. Da haben wir auch genug Schimpansen. Dann sollten auch die glücklich sein. Soweit. Oh, Bepflanzung ist natürlich noch nicht so gut. Afrika, Tropen. Das muss ich natürlich auch noch drauf achten. Biome, Tropen, Kontinent, afrikanisch. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch eine Tutorial-Mission machen will. Weil irgendwie habe ich schon Lust, im Sandbox zu bauen. Ihr habt schon recht. Weil es zieht sich hier halt alles so. Und das sind alles so Sachen, wo ich dann später gar nicht mehr so viel Zeit investieren werde. Deswegen ziehe ich ja auch gerade alles so random. Das reicht gar nicht für ein paar große Bomben. Oh, der ist riesig. Aber der reicht jetzt auch. Okay, jetzt geht es den Affen hier schon mal... Ziemlich gut, wenn jetzt die soziale Gruppe noch ansteigt. Ich hasse das immer, dass die sich
Hier resetten. Total doof. So, das Wohlbefinden. Wie sieht's hier bei den Schneckis aus? Vivarium, ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Oh, Temperatur muss ein bisschen runter. Und 40 Grad. Feuchtigkeit 40%. Das passt. Grün und grün. Perfekt. Das ist nur das Layout, was jetzt nicht in Ordnung ist. So. Was ist denn los, du Kleiner? Steigt aber gerade wieder. Ich weiß nicht, was da los war. Mir geht's eigentlich gut. Gibt's ja gar nicht. Tierpflegerhütte hat keinen Strom mehr. Das muss ich natürlich auch noch machen. Hier gibt es halt so viele Sachen, die man beachten muss, ne? Das ist echt krass. Einrichtung, Strom, Transformator. Klatschen wir den einfach mal hier hin. Dann haben wir hier nämlich auch Strom. So, hier ist auch was abgeschlossen. Das ist super. Was muss ich jetzt hier machen? Ich habe gerade nicht genau aufgepasst. Wohlbefinden, ne? Erhöhe das durchschnittliche Wohlbefinden auf 90%. Eieiei, okay. Da sollten wir uns vielleicht mal bei den Tieren einmal so ein bisschen durchklicken, wie es denen so geht. Wohlbefinden, das sehen wir sogar hier schon. Also denen hier geht es ja allen gut. Oh, ah, das ist der eine Cutter, der so ein bisschen verbuggt war gerade, ne? Da sollte es jetzt eigentlich wieder hochgehen. Kümmern wir uns mal um die hier oben. Ja, bei den Bonobos, das ist nicht so nice. Was fehlt denen denn? Lebensqualität, Beschäftigung, Futter, okay, und das andere. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon machen können. Gucken wir doch mal hier. Das ist falsch. Ich will natürlich bei der Art gucken. War das der hier? Ich glaube schon, ne? Futter. Da hat sich auch einer resettet. Ich mache einfach mal ein paar Spielzeuge und ein paar Futtersachen und so rein. Eisklumpen. Sollte auf jeden Fall dem Wohlbefinden helfen. Okay, Äffchens. Was ist hier los? Geht's euch schon besser? Beschäftigung brauchen wir noch mehr. Okay. Was wollt ihr denn noch alles haben? Ey, die resetten sich gerade alle. Was soll das? Okay, jetzt hat's geklappt. Lege ich die mal so. Ich glaube, die haben sich gerade gegenseitig blockiert oder so. Lebensqualität durch Beschäftigung. Was können wir noch höher machen? Kriegen die auch ein Keyboard? Soll ich es mal hier oben drauf platzieren irgendwo? Fühle ich mich gleich wie zu Hause. Heizkörper. Violent Size. Dankeschön. Herzlich willkommen. Spule. Schon wieder einer. Also das Gehege scheint hier nicht so gut gestaltet zu sein. Die Affen, die werden irgendwie immer resettet. Die scheinen sich immer hier festzuklettern irgendwo. Ich leg den mal hier auf die andere Seite. Schauen, ob er dann nicht resettet wird, hoffentlich. Guck mal, wie schnell der hier langläuft. Holy shit. Erstmal durch das Holz ködeln. Kein Problem. No. Schon nice. Okay, jetzt geht's denen super. Das ist schön. 89%, 1% noch. Okay, Leute, wir gehen nochmal in ein anderes Gehege eben. Wo wir mal eben easy 1% rausholen können. Und zwar Femstan, dankeschön. Na, den Schimpansen wird das sogar gehen, aber die müssten wir erst erforschen wahrscheinlich, ne? Ah, wir gehen mal zu den Schimpansen, was soll's. Das sind halt die, die wir gerade gebaut haben. Gehen wir hier mal hin. Was fehlt euch hier noch? Beschäftigung auch, okay. Das kriegen wir easy hin. Das ist ja einfach. Art. Westlicher
Schimpanse. Und natürlich auch immer ein paar großartige Arbeit. Du kannst stolz sein. Yay! Und du hast nicht nur den Zoo erweitert. Ist so die Doofmann. Könnte mein Bruder sein. Du hast uns dabei auch nicht in den Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Mission geschafft. Wunderbar. Ja, jetzt sind wir auf Gold, ne? Siehst du richtig? Wow, yes, du hast den Zoo völlig verwandelt. Ich erkenne ihn kaum wieder. Ein großartiges neues Vivarium. Faszinierende neue Arten. Das einzige hässliche Gehege hier habe ich gebaut. Beschäftigung auch noch das Wohlbefinden der Tiere gesteigert. Wer spielt nicht gerne mit einem 1 Meter großen Fußball, was? Also, abgesehen von Fußballspielern. Aber es war bestimmt nicht leicht. Das Geld war sicher ständig knapp. Es macht es eben nicht unbedingt einfacher, wenn man die Einnahmen in das Wohlergehen der Tiere steckt. Allerdings fühle ich mich so etwas weniger schuldig wegen der Preise in unseren Souvenirläden. Ich bin der Meinung, dass ein Zoo immer dem Wohl der Tiere dienen sollte. Leider scheint es aber einige Leute zu geben, die weit weniger hehre Ziele haben. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft, Leute. Wir können hier raus aus der Mission. Denke ich mal jetzt, ne? Wir hatten hier alles. Oh, passt. Also ich glaube, wir können jetzt Escape. Ich mach mal lieber speichern. Sicher ist sicher. You never know, ne? Zum Hauptmenü. Okay, Leute, ihr wollt Sandbox, oder? Ihr wollt Sandbox sehen, ne? Hab ich recht? Was ist da denn los? Na, zwei Männer? Ach, das ist Olodriel. Das könnt ihr leider gar nicht sehen, ne? Aber da sieht man eh nichts. Olodriel hat nichts hochgeladen. Olodriel, wir sehen uns sehr ähnlich. Definitiv. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. So, Leute, Sandbox. Oh, 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 jetzt müssen wir hier erstmal was auswählen. Szenario Zoo. Was sind das denn eigentlich für Dinger? Ich will einmal kurz hier reingehen, ja, Leute? Ach nee, ich glaube, dann hat man schon mal so eine Landschaft gestaltet. Kann das sein? Ich gehe mal einmal ganz kurz hier rein, Leute. Nur mal angucken. Hast du eigentlich Haustiere? Ja, Katzen. Habe ich auch schon öfter im Stream gezeigt. Hallo, Little Potato. Herzlich willkommen. Ah ja, okay. Dann gibt es hier halt so eine richtig krasse Landschaft schon. Ist eigentlich ziemlich nice, ne? Wenn man schon so eine Landschaft vorgegeben hat. Ist schon nice. Gefällt mir. Das kann man wahrscheinlich dann auch bei den anderen machen, ne? Schauen wir uns mal die anderen auch noch an. Eine Babykatze. Oh, wie süß. Muss man ein Foto in Discord posten. Sandbox. Bärenstark. Oh, das sind sogar schon so Häuser und so. Panda Park. Oh mein Gott. Wie cool. Luca, hallo. Gibt es Komodo-Varane nicht? Ja, gibt es, glaube ich. Bitte mach das Salzwasser-Krokodil. Gibt's das? Ich wusste gar nicht, dass es Salzwasser gibt. Ganges Gavial gibt es, aber ansonsten weiß ich auch nicht. Hallo Drama Lama. Hallo Victoria. Oh mein Gott. Das ist ja schon richtig cool hier. Sieht nice aus, ne? Coole Sachen. Aber sowas hätte man in der Dings gar nicht gut bauen können. Das hätte man alles aus Einzelteilen bauen können, weil es diese Dächer und sowas gar nicht gab. In der Beta. Sieht aber nice aus, ne? Richtig cool. Nicht so Musik. Wie schön das ist. Oh, ich wünschte, ich kann auch irgendwann so schön bauen. So nice aus. Oh. Leistenkrokodil. Wie nice, ey. Wie viele Tiere es hier gibt. Das ist ein Essen, so ein Kürbis.
Okay. Was haben wir hier? Das Flamingos? Oh ja. Großer Flamingo, Jungtier. Wie cool. Oh mein Gott. Moin, Woods Bloom. Schön, dass du da bist. Oh, der fliegt so. Ein Meter war nur. Sehr witzig. Aber ist schon cool gebaut hier, der Zoo, ne? Aber bei Planet Zoo dauert das halt immer mega lange, wenn man was baut. Deswegen glaube ich auch, dass so Bauprojekte bei Planet Zoo im Videoformat etwas cooler sind als im Livestream. Weil einfach die Sachen dann teilweise mega lange dauern. Kennen wir schon die Rappenantilope? Was ist denn? Ach, das ist ein Scheinwerfer. The hell? So ein Baum drin. So interessant. Ist das auch ein Gehege hier? Oh ja. Schaut mal hier rein. Aber was sind hier für Tiere? Hier sind gar keine Tiere drin, oder? Sieht schon alles sehr cool aus. Hi, Mr. DNS. Wie geht's? Hallo, Briki. Berge, wie die auch aussehen. Das sieht leider gerade sehr schlecht, weil das Wetter so schlecht ist. Kann ich das ändern? Müsste eigentlich, ne? Ja, kann ich ändern. Sehr gut. Kann sogar Schnee anmachen. Sieht halt mega cool aus hier, das Ganze. Guck mal, wie die Berge aussehen. Mega interessant. Oben auch nochmal so ein Haus. Schon geil. Schnee bitte. Okay. Machen wir. Da sage ich nicht nein. Das ist jetzt der Ganges-Gavial, ne? Ja. Der Ganges-Gavial. Den finde ich auch cool, ne? Der wird gleich frieren. Haben wir denn noch vier Tiere hier? Ich finde das ja toll, erstmal die Tiere sich einmal anzugucken, die es so gibt, ne? Wir am liebsten einmal alle durchgehen. So, Schildkröte ist nicht so schwierig. Oh, was ist das denn? Oh, wie klein ist das denn? Das ist ein Jungtier, okay. Das ist ein Gürteltier, oder? Oh mein Gott. Das ist ja niedlich. Gab's aber auch ein Groß hier vorne. Schuppentier, okay. Chinesisches Schuppentier. Schläft leider gerade. Ey, du. Steh mal auf. Oh, er hört sogar. Ja, was es alles hier für Tiere gibt, ist echt awesome. Schnee ist jetzt schon liegen geblieben, ne? Boah, die armen Tiere. Das ist eine riesige Schneelandschaft jetzt. Ich glaube, ich sollte das wieder ändern. Nicht, dass die Tiere gleich hier alle frieren. Das wollen wir ja nicht. So, was haben wir denn hier noch? Haariger Wüstenskorpion. Oh mein Gott, ey. Das sind so Tiere, die habe ich halt noch nie gehört vorher. Wo steckst du? Mach mal kurz hier diese Kamera an, dann kann man das ein bisschen besser bewegen. Wo ist er? Ist da einer? Ist der eingegraben? Nee, ich glaube nicht. Hier sind Pflanzen oder so, ne? Wo steckst du? Den nicht. Ist halt voll getarnt. Hä? Ah! Da! Da ist er. Aber der macht nichts. Der ist voll unspannend. Hätte ja sein können, dass er eingebuddelt ist. Rollercoaster spielen. Planet Coaster meinst du wahrscheinlich, ne? Ich finde Planet Zoo tatsächlich um einiges interessanter als Planet Coaster. Panda. Oh mein Gott. Was ist denn Pandas? Oh mein Gott. Was ist das, ey? Wie süß.
Das ist einfach ein Wollknäuel. Alter, die sind ja richtig cool. Junge. Leute, das ist ja wohl der Hammer, oder? Wie die da sitzen und ihre Melone snacken. Ey, die sind ja richtig cool. Das ist bis jetzt mein Favorite hier, was ich hier gesehen habe. Wie die da alle snacken. Hammer. Die setzen sich halt so richtig chillig hin. Sind Panda-Bären nicht voll gefährlich eigentlich? Wundert mich, dass hier nur so eine kleine Dings, so ein Glasding ist. Ich dachte, Panda-Bären wären denn echt voll gefährlich. Wie cool die aussehen, ne? Hammer. Dann auch dieses Gebäude dazu. Also, dieser Baustil gefällt mir sehr, sehr gut. Also, hier kann man sich echt viel Inspiration holen. Später für unseren Sandbox-Park. Ziemlich nice. Gehen wir nochmal durch hier. Was haben wir denn hier noch? Flamingos hatten wir schon. Japan-Makak. Kenn ich auch nicht. Der hat auch einen coolen Bart. Witzig. Noch so, das ist, glaube ich, nicht gewollt, oder? Dass das schwebt. Da schwebt es auch. Da haben sie verkackt. Das schwebt auch. Wurde nicht gut platziert. Sieht man ihn nochmal besser. Auch cool aus, ne? Okay, next. Was haben wir hier noch? Algefrosch finde ich jetzt auch nicht so spannend. Aminar? Ach, kleiner Panda heißen die wirklich. Ich dachte, die heißen roter Panda. Oh mein Gott. Ihr hattet recht. Da ist er. Gott. Der ist auch so plüschig. Ist der süß? Und das ist sehr süß. Mega niedlich, also wirklich. Ja, richtig cool. Kleiner Panda heißt er anscheinend. Und der kann auch klettern. Aber wie ein Weltmeister. Guckt ihn euch an. Gar kein Problem. Und wieder runter. Gar kein Problem, weil der ist mega niedlich, ne? Yay, einmal den Ball getreten. Ach, süß. Sehr cool. Es gibt ja so viele. Wie viele Tiere gibt es bei Planet Zoo insgesamt? Weiß das jemand? Leiste Krokodil haben wir gerade gesehen. Texas Klapperschlange. Oha. Schlangen habe ich auch noch nicht gesehen im Planet Zoo. Ich sehe. Diese Reptilien zu finden ist echt nicht so einfach. Wo ist sie? Nicht blind. Eine Klapperschlange ist doch nicht so klein, oder? Ich mach nochmal kurz hier andere Kamera an. Wo ist die Klapperschlange? Oh mein Gott, da oben drin. Oh Gott, das ist fies. Wie ist die denn da reingekommen? Da sitzt sie. 76 Tiere. Oh, krass, cool. Gute Besserung, mir geht's super. Ich habe Urlaub, es sind heute Planet Zoo rausgekommen und Red Dead Redemption. Das heißt, ich habe ganz viel zu tun bis Sonntag und werde auch relativ viel livestreamen. So, Freunde, was sagt ihr? Wollen wir gleich anfangen? Haben wir ja schon mal einige Tiere gesehen. Einen gucken wir uns noch an kurz. Juli, viel Erfolg. Die liegen gerne in solchen Spalten. Ah, okay. Bau mal den Stein ab. Oh, habe ich zu spät gesehen, sorry. Wäre echt eine gute Idee gewesen. Das hätte ich auch gerne gesehen. Okay. Szenario zu, was haben wir denn hier noch? Heimschule. Oh, nee, den kennen wir schon.
Affentheater waren wir gerade auch. Okay, das heißt, wir kennen hier gar keine mehr. Es gibt hier noch welche, die man freischalten kann. Interessant. Das sind dann wahrscheinlich einfach die aus dem Szenario halt, ne? Aus der Karriere. Die, die man hier freischaltet, die kann man wahrscheinlich dann im Sandbox einfach spielen. Wenn ich das richtig sehe. Ja, mega nice. Jetzt haben wir uns schon so ein bisschen gespoilert, aber macht ja nichts. Ah, okay, danke Jurassic Lily für den Hinweis. Oh Gott, das ist ein schwieriger Name. Zabolksbana. Dankeschön für dein Abo. Herzlich willkommen. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, I'm sorry. Sandbox, wir fangen an, Leute. Uff, eigentlich brauchen wir jetzt hier ein Boot, ne? Was ihr haben wollt. Wüste. Warte mal, ich mach mal eben kurz ein Boot. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber wir haben ja alle Zeit der Welt. Jo. Was haben wir da? Wüste, Graslandschaft, Tropen. Wüste, Graslandschaft, Tropen. Was noch? Gemäßigt, Tiger, Tundra. Gemäßigt, Tiger, Tundra. Waitboy. Funktioniert das jetzt hier auf der Seite? Ich glaube ja. Okay. Ich schicke euch jetzt einen Link rein, da könnt ihr abstimmen, was ihr sehen wollt. Wir wählen jetzt erstmal das Biom aus und danach können wir dann den Kontinent nochmal auswählen in einem anderen Pol. Einmal bitte abstimmen, was ihr sehen möchtet. Im Sandbox. Link ist drinne. Ich gebe euch auch nicht viel Zeit, wir wollen uns ja ein bisschen beeilen. Ich erstelle schon mal den nächsten Pol. In der Zeit, wo ihr votet. Kontinent. Arktis, Asien, Europa, Nordamerika, Südamerika. Gut. Wunderschön. So, dann mach ich mal ganz kurz hier. Moment. Ah nein, mein Google Chrome-Dings geht gar nicht. Ah, I'm sorry, ich kann es euch gar nicht zeigen. Ah, Mist. Ich krieg leider schwarze Bildschirm, wenn ich Google Chrome anzeigen will. So, ich hoffe, ihr habt abgestimmt für das Biom. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Vote schon mal schließen. Jetzt kommt der zweite Vote, der ist für den Kontinent. Obwohl, ihr müsst eigentlich erst sehen, welches Biom ich habe, ne? Wenn ihr den Kontinent auswählen wollt. Show Results. Also, ihr wollt die Tropen sehen mit 50%. Tropen sind es geworden. Und jetzt müsst ihr den passenden Kontinent zu den Tropen aussuchen. Da habt ihr einmal als Auswahl Antarktis, Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wenn es die alle gibt bei Tropen, ich habe keine Ahnung. Ah ne, die gibt's gar nicht. Ich bin ein Idiot. Kommando zurück, Leute. Kommando zurück. Wir machen gleich noch einen weiteren Vote. Ihr braucht nicht abstimmen. Ich muss hier andere Dinge auswählen. Asien, Ozeanien, Nord. Amerika, Südamerika. So, Create. Jetzt kommt der richtige Link, Leute. Jetzt kommt der richtige Link. So. Also wir sind bei Tropen und jetzt dürft ihr einmal abstimmen, welchen Kontinent ihr sehen wollt von diesen fünf. Und auch ein, zwei Minütchen habt ihr. Bitte macht das Leistungsproblem. Wir gucken gleich. Hallo Sunny. Okay Leute, das muss reichen. Wird schon passen. Ozeanien wollt ihr sehen. Sehr interessant. Coole Wahl. Fällt mir. Ich habe noch kein Motto für den Zoo, deswegen nenne ich ihn erstmal Dandy Zoo. Passt. So erstellt. Let's go. Oha, interessant.
Also was haben wir jetzt? Tropen, Ozeanien, ja? Schon cool aus von der Umgebung her. Not bad. Langsam ist in die Kamera. Schon so... Schöne Berge im Umkreis. Was brauchen wir denn jetzt, oder was wollen wir denn als Motto eigentlich für den Zoo nehmen? Das ist eine gute Frage, ne? Hier ist auf jeden Fall der gleiche Eingangsbereich wie in der Dings. Was startet bei dir nicht? Das Spiel? Oh nein, das ist doof. Da kann ich verstehen, da will ich auch ausrasten. Esis, hallo, mir geht's super, danke schön. Wie geht's dir? So. Keine Ahnung. Gucken erstmal, was wir als erstes Tier machen können. Unbegrenzt Handel. Ja, wie ist denn das dann mit Tieren? Ich brauche erstmal ein Handelszentrum, ne? Wir sollten vielleicht uns mal eben... Weil das damit möchte ich mich jetzt noch nicht beschäftigen, wenn ich ehrlich bin. Wir bauen jetzt mal eben hier erstmal eine Straße ab, wo wir unsere ganzen Handelszentren und so haben. Damit möchte ich jetzt nicht so viel Time wasten. Bauen wir erstmal hier ein Stück gerade. Und gleich werden wir das dann noch vernünftig bearbeiten. Keine Sorge. Bau das erstmal links oder nach rechts? Wir bauen erstmal nach links. Ich will jetzt nicht direkt die Zeit investieren in so Mitarbeiteranlagen, weil ich das nicht so spannend finde. Ich möchte lieber ein Gehege mit euch bauen. Finde ich irgendwie ein bisschen interessanter. Das findet ihr wahrscheinlich auch besser. Deswegen platziere ich jetzt hier erstmal die ganzen wichtigen Mitarbeitersachen. Gibt es hier so einen großen Komplex? Oh, den gibt es sogar noch. Sehr cool. Ups. Können wir auch den hier machen? Oh Gott. Der ist nämlich auch gar nicht so hässlich. Weil hier haben wir dann erstmal alles, was wir brauchen. Ich platziere es mal ein bisschen weiter hinten. Dann ist das zwar der Laufweg für die Mitarbeiter weiter, aber dann haben wir nicht so viel Arbeit später. So, Wege. Wollen wir die hier mal connecten? So einfach. Wunderbar. Hier die erste Connection, zweite, dritte, vierte. So, und jetzt sollten wir alle Mitarbeitergebäude, die wir brauchen, schon haben. Das ist sehr gut. Nehmen wir mal den Scheiß weg. Perfekt. Okay, da haben wir das uns schon mal gespart. Jetzt können wir nämlich auch in den Tierhandel gehen. Und jetzt suchen wir uns ein Tier raus, was wir als erstes bauen werden, mit Gehege. Ich kann ja auch kaufen, was ich will. Wie cool. Okay, Leute. Das wird natürlich jetzt eine krasse Sache, ne? Habt ihr gute Vorschläge im Chat? Weil ich kann jetzt hier kein Vote machen mit den ganzen Tieren. Gibt es irgendwo eine Tierliste? Oh Gott, hier gibt es ja so viele Tiere. Leistenkrokodil, Gepard. Gibt es Gepard? Finde ich auch cool. Pandas. Keine Ahnung, nur Drama Lama. Ganz entspannt heute. Denken wir noch ein bisschen. Assis, okay. Oder Assis. Okay. Schwieriger Name. Tiger, Giraffe, mir wurde gesagt, es gibt keine Erdmännchen. Gibt es Erdmännchen? Wenn es Erdmännchen gibt, dann brauche ich Erdmännchen. Definitiv. Woledri meint, es gibt keine, glaube ich. Kann man hier nicht nach Namen filtern? Leute, gibt es Erdmännchen in dem Spiel? Er hat Ferkel, sehe ich nur. Die sind ja auch süß. Wie cool. Erdmännchen sind meine Lieblingstiere in Zoos, deswegen. Da wäre ich sofort dabei. Erdmännchen sind auch ein sehr gutes Tier für einen Zoo-Anfang. Wenn wir jetzt hier direkt mit so einem Krokodil anfangen, ist natürlich schon krass, ne? Ja, es gibt Erdmännchen. Wie heißen die denn genau? Oh. Bison-Gehege. Oh, Bisons sind auch cool. Ein Killing-Panda. Oh Leute, es gibt so viele Tiere. Ich bin jetzt schon überfordert. Ich glaube, wir müssen heute den ganzen Tag spielen. Geht ja gar nicht anders.
finde das Erdmännchen nicht. Trollt ihr mich? Schildies, Turtles. Ja, Schildkröten finde ich langweilig. Also ich finde die auch cool irgendwie, aber die hatten wir ja zum Beispiel schon in der Beta, aber es gibt wahrscheinlich auch noch andere Schildkröten, ne? Bison. Bison würde ich mir auch gerne mal angucken. Und dann hier Bison. Das Problem ist heißt halt, die heißen nicht Bison dann teilweise, die heißen dann west-südafrikanischer Bison oder so, oder Wasserbison. Das ist halt das Problem, deswegen finde ich die Tiere hier nicht. Otawari, den feiere ich auch mega. Kleiner Panda-Hammer. Jene, oh, die sind auch cool. Die machen richtig geile Geräusche, so richtig nervig. Oh mein Gott, ein Gorilla. Ich würde den gerne einmal freilassen, um ihn anzugucken, Leute. Einmal nur kurz angucken. Guck mal, bei E nach. Ja, das ist irgendwie aber nicht nach Alphabet, oder? Guck mal, jetzt fängt er mit E hier an. Das ist ja das Problem. Erdperkel. Das ist ganz komisch sortiert. Surikate? Oh, okay. Das könnte mir helfen. Jetzt erstmal finden in dieser Liste. Sind hier keine Surikate? Uff. Entweder bin ich zu blöd, aber ich will mal kurz den Gorilla freilassen, Leute. Ganz kurz, ne? Einmal nur gucken. Schauen wir mal ganz kurz im Gehege hier. Wunderschön. So baut der Daddy im Sandbox. Eine wunderschöne Gehegeform. So, was brauchen wir denn jetzt noch? Mal hier so ein Tor. Eine Wegverbindung. Dann können wir uns mal den Gorilla angucken. Wir nur einmal schauen, wie der aussieht. Ich glaube, es gibt keine Erdmännchen, Leute. Ich habe es zumindest nicht gefunden. I'm sorry. Aber ihr müsst auch ein bisschen bedenken, dass der Zoo anfängt. Wir können jetzt nicht so ein mega krasses Tier schon machen, ne? Jose Jojo, danke schön für dein Abo. Herzlich willkommen. Ja, wo bleibt der? Ich habe gar keinen... Ah, ist das ungewohnt, wenn man so ein Zoo hat, wo noch gar nichts am Start ist. Tierpfleger, machen wir mal ein paar. Ich meine, das ist ja Sandbox, ne? Wir haben Geld unbegrenzt. Können wir auch mal ein paar Mitarbeiter einstellen. So, Techniker, machen wir mal zwei. Sicherheitsbeamter, einer. Verkäufer, stellen wir auch schon mal sicherheitshalber drei ein. Ich meine, die werden, glaube ich, auch automatisch eingestellt, wenn man Läden baut. So, jetzt haben wir das auch schon mal. Sehr schön. An die Arbeit, Jungs. Bringt mir meinen Gorilla. Oh, natürlich ist es jetzt auch dunkel. Machen wir mal kurz Tag. Jetzt gucken wir uns den Gorilla mal an. Na komm, trau dich rein. Hallo? Hallo? Hä? What? Going on. Hat der nicht gerade die Tür geöffnet? Tiernamen können wir ja später machen, Leute. Sorry, wenn ich was überlese, Leute. Ich weiß gerade nicht, wo mein Gorilla ist. Los. Hä? Mein Gorilla ist gone. Ist einfach weg. What? What's going on? Kann ich ein Männchen haben? Ja, jetzt kommt er aber. Den lasse ich jetzt nicht aus den Augen, den Typen. Da kommt er mit der Kiste. Okay, das war gerade voll buggy irgendwie. Jetzt kommt der Gorilla. Boah, cool.
Oh mein Gott. Also vor dem Ding hätte ich Angst. Ich habe keine Ahnung, wo der Gorilla hin ist. Kein blassen Schlimmer. Das ist aber cool, ne? Ach, guck euch diesen massiven Rücken an. Der Silberrücken. Auch nicht schlecht. Und weg damit. Einen Moment eben. So, I'm sorry. Paketman war da. So, ja Leute. Weg damit. Wir fangen jetzt an. Wir bauen jetzt. Hä? Alles klar. Ah ja. Oh, der prügelt da schon gegen. Was zur Hölle ist going on? Ich brauche das Gehege nochmal kurz. Ich weiß nicht, wie der da hingekommen ist. Also keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Aber es ist witzig. Jetzt mach hier keinen Ärger. So. Tschüss. Und weg damit. Jetzt können wir anfangen. Jetzt können wir anfangen. Sehr schön, Leute. So. Ja, sehr gut, Lickröte. Du machst das schon. Wölfe, bitte, sind meine Lieblingstiere. Wölfe habe ich auch noch nicht gemacht. Guten Hunger, Jurassic, Lily. Er mag mich. Gorillas lieben mich. Oh, Arisha, das wird schwierig für Konsole. Wie willst du das Spiel steuern vernünftig mit Konsole? Es geht halt nicht. Mit dem Controller. Also so richtig bauen und so könntest du nicht. Amerikanischer Bison finde ich gar nicht so schlecht, die Idee, wenn ich ehrlich bin. Bison, da ist er. Sieht schon cool aus. Was sagt ihr, Leute? Sollen wir als erstes ein Gehege für den Bison bauen? Ne, ich mache keine Tiere aus der Beta. Afrikanische Wildhunde sind raus. Elefant. Bisons sind geil. Ja. Gut, dann machen wir ein Bison-Gehege. Ich habe keine Ahnung, was die so mögen. Und in was für Gehegen die normalerweise leben. Normalerweise würde ich mich jetzt, wenn ich ein Gehege bauen würde, würde ich jetzt erstmal anfangen, mich ein bisschen zu informieren, denke ich. Na gut, ich komme aus Amerika. Wir könnten ja mal in dieses Zoopedia-Ding gucken. Wo geht denn das? Da, Zoopedia. Schauen wir mal in den Eintrag. So, potenziell gefährdet. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, wir können die Arterhaltung so ein bisschen im Laufen halten. Säugetiere, bla 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 bla. Okay. Nordamerika. 420 Quadratmeter. Temperatur. Wie warm haben wir es? 37 Grad. Das passt sogar. Noch gerade drin. Das ist perfekt. Soziale Bedürfnisse. Fortpflanzung. Boah, hier kriegt man überhaupt viele Infos, ne? Krass. Das ist ja cool. Hier steht ja alles drin. 725 Kilo.
Gut, erforscht ist natürlich alles, weil wir Sandbox spielen. Ja, Leute, würde ich sagen, bauen wir mal drauf los, ne? Aber dann brauchen wir jetzt erstmal einen anderen Eingangsbereich hier. Ja, es ist schwierig, finde ich. So ein großes Tier natürlich direkt. Ich habe noch nie donated, meine Eltern. Man braucht nicht donaten. Du kannst auch einfach liken, mein Freund. Dankeschön. Ich kriege ja auch Geld oder eine Unterstützung dadurch, dass ihr meine Videos schaut. Dadurch bekomme ich ja auch Geld. Also ihr braucht nicht donaten. Alles cool. Alles gut. So. Kann mich sowieso nicht beklagen. Wenn man noch einen kleinen Euro nebenbei verdienen kann, damit, dass man Videospiele zocken darf. Das ist eine Ehre, meine Freunde. Also vielen, vielen Dank dafür. Schon getan, wie immer. Vielen, vielen Dank. 136 Leute haben das schon getan. Danke, Leute. So, ja, wie gesagt, ich habe es noch nie so gemacht. Also Zoo-Anfänge finde ich auch, ich finde allgemein sowas immer super, super schwierig, einen Anfang zu finden. Wenn man dann erstmal einen Anfang hat, geht's eigentlich. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, direkt mit so einem großen Gehege anzufangen. Ich finde es immer leichter, wenn man sowas Kleines in die Mitte oder sowas baut. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, ne? Können natürlich auch erstmal so einen Springbrunnen oder sowas bauen oder einen irgend so einen Platz oder sowas. Das wäre natürlich auch nice. Aber ich spiele erstmal ein bisschen mit den Wegen rum. Was wir dabei rauskriegen. Also der Bereich hier bleibt jetzt erstmal nur so, damit wir die ganzen Gebäude zur Versorgung haben. Dieses Ding kann man auch so ein bisschen noch bearbeiten, glaube ich, ne? Guck mal, hier kann man sogar noch einen Teil abreißen. Das heißt, man könnte rein theoretisch diesen Vorderteil abreißen und dann das Gebäude sogar noch verändern. Also das können wir dann später mal machen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall nicht machen. Aber wir suchen uns erstmal eine Wegfarbe raus, würde ich jetzt sagen. Was haben wir hier? Tropen und Ozeanien? Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber Ozeanien habe ich auch noch nie gehört. Ja, ist ja so, wenn man in so einen Zoo kommt. Also ich kenne es zumindest so, dass man nicht direkt hier mit Löwen begrüßt wird. Ich meine, Bison geht jetzt noch klar, aber meistens fängt das ja so mit relativ kleinen Tieren an. Ich überlege, ob ich diesen roten Weg mache. Finde ich gar nicht schlecht. Den hier, naja, den habe ich schon letztes Mal gemacht. Der Holz ist auch doof. Das würde auch noch gehen. Auch nicht. Ich glaube, ich mache echt diesen roten Weg als erstes. Das ist schon in Ordnung. Ja, kann ich leider nicht bearbeiten. Machen wir mal so. Okay. Gehen wir jetzt auf die gleiche Breite auf jeden Fall wie hier. Das wäre diese hier. Überlege hier echt irgendwie so einen Platz direkt hinzumachen. Am besten wäre ja so ein runder Platz oder so, ne? Aber sowas finde ich mal echt schwer zu bauen. Da muss man ja schon fast das hier machen. Und nicht zu groß bauen. Ich will eigentlich gar nicht 90 Grad machen, weil ich in die Mitte noch irgendwie so einen Springbrunnen oder sowas machen möchte. Wenn ich 90 Grad mache, dann haben wir halt hier wirklich so einen verbundenen... Das geht gar nicht. Okay, never mind. Ja, das ging doch immer. Ich war doof. Also eigentlich hätte das funktionieren müssen, aber das will ich auch gar nicht. Deswegen passt das. Machen wir mal 30 in die. Na, ich mache das ohne dieses Einrasten. Das ist ja schrecklich. Mache ich es lieber nach Augenmaß. Das sieht doch schon ganz gut aus. Dann können wir da in die Mitte was hinmachen. Das ist doch ganz cool. Florian, dankeschön. Wunderschön. Jetzt müsste man halt gucken, ob man selber so einen Springbrunnen baut. Sollen wir uns die Zeit nehmen, Leute? Ich kann sag nur, wenn wir jetzt sowas anfangen, so kleine Gebäude zu bauen, das dauert halt, ne? Können uns auch Sachen aus dem Workshop holen, also das ist halt auch... Ich finde es halt immer schwierig, im Stream das zu entscheiden, ne? Also mir ist es im Endeffekt egal. Wir können jetzt hier auch alle Sachen selber bauen und sowas.
Aber sowas bietet sich halt eigentlich immer mehr für Speedbuild an. Echte Kröte, weniger als 100? Wirklich? Oh, cool. Dankeschön, Leute. Wenn wir die 20.000 knacken, dann wird erstmal gefeiert. Was haben wir denn hier überhaupt? Gibt es ja so viele neue Sachen. Ich muss jetzt erstmal schauen. Natur. Gibt es ja auch andere Felsen jetzt? Hä, gibt es hier weniger Felsen als vorher? Hier gab es doch andere Felsen auch noch, oder? Ah, wahrscheinlich gibt es nur die Felsen, die zu dem Dings jetzt passen, ne? Zu dem Hintergrund, gehe ich mal von aus. Also Tigerfelsen und so habe ich jetzt gar nicht gesehen. Was haben wir denn hier? Interesting. Sieht schon cool aus, ne? Diese fertigen Sachen. Ah! Kennt ihr ihn? Mein selbstgebauter aus dem Video. Genau, sowas. Sowas könnte man halt jetzt bauen, ne? Passt natürlich jetzt überhaupt nicht rein, das Ding. Aber sowas dauert dann halt ein bisschen, ne? Aber man könnte es machen. Das besteht halt aus mehreren Einzelteilen dann. Könnten wir sowas machen in der Art? Ich weiß gar nicht, wie viele Einzelteile der hat. Keine Ahnung. Ne, das ist der, den wir mal im Video gebaut haben gemeinsam. So. Ja, wir schauen erstmal, was es noch für neue Düsen gibt. Das würde mich mal interessieren. Wow. So. Fallende Blätter, was ist das denn? Was, es gibt so viele neue Sachen. Das Problem ist halt, ich müsste jetzt mir eigentlich erstmal alles angucken und durchklicken und sowas. Weil ich das halt alles noch nicht kenne. Wasserfallmitte. Rauch. Nebel. Was ist eigentlich mit meiner, oh. Erste Donation für meinen Lieblings-YouTuber. Dankeschön, Creeperboy. Das wäre auch nicht nötig gewesen. Vielen, vielen Dank für 2 Euro im Superchat. Ist meine Webcam eigentlich im Weg oder sowas? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hi, Miri. Schön, dass du da bist. Warte, sind da auch graue Steine? Ich glaube schon. Also es sind hier... Boah, so ein bisschen andere Farbe noch. Was sind das hier für welche? Gemäßigter Felsen. Tiger. Ah, ne, Tiger sieht so aus. Aber es gibt auch so rötliche. Die gibt es hier, sehe ich jetzt gerade gar nicht. Wüstenfelsen, Tundra. Ne, die rötlichen wurden irgendwie rausgenommen. Kann das sein? Oder waren das die Tropenfelsen? Hm. Gute Frage. Gute Frage. Uff, hier gibt es ja so viele Sachen. Ich muss jetzt echt erstmal klarkommen. Neben der Staub. Wasserfontäne. Das ist einfach nur so. Was ist denn, wenn ich das Ding... Warte mal. Muss mir jetzt erstmal eine Inspiration holen für eine Idee. Okay. Wasserfontäne klein, sieht so aus. Und groß. Okay, ich glaube, es sind gar keine neuen dazugekommen, kann das sein? Ich glaube nicht. Hm. Gute Frage. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Tropen, ne? Nein. Gar nicht, was dazu passt zu Tropen. Echt schwierig. Wir könnten hier halt auch so ein klassischen Springbrunnen machen in Weiß. Nur nicht, ob das passt. Gras da weg. Perfekt. Hallo Galli. Ja, teilweise kenne ich die Teile hier, aber teilweise halt noch gar nicht. Echt schwierig. Hab schon viele neue Sachen.
weiß halt echt nicht, ob das gerade so smart ist, das im Livestream zu machen. Ich glaube, das dauert halt. Ich glaube, das ist nicht so spannend zum Zusehen. Ich glaube, ich eher so Sachen, die ich echt im Video machen sollte. Ein Liegestuhl. Ich habe gerade auch nicht so einen Plan, wie ich das machen will. Also ich habe eine Idee, wie ich das mit den Fontänen machen will, aber ich weiß nicht, wie ich das hier in der Mitte machen will. Also wir könnten das ähnlich machen wie vorhin in dem Zoo, den wir gesehen haben mit den Fontänen. Kann ich euch mal eben zeigen. So. Dass wir sozusagen von der Art dann her das... Dann machen wir hier die Einrasspunkte an. Ich glaube, wir müssen noch einkippen. Na, ich glaube, so war schon ganz gut. So das haben. Dann kopieren wir uns die mal. Kippen die mal eben so rüber. Dann würden wir uns hier die beiden kopieren. Ausgewählt beide. Krieg ich gar nicht ausgewählt, ne? Wo kann ich die nicht beide auswählen? Ah, jetzt. Okay. Machen wir die mal kurz zu einer Gruppe. Kopieren wir uns die nochmal. Die drehen wir jetzt eigentlich nur um 180, ne, 90 Grad ist das nur. Dann hätten wir sozusagen so einen Springbrunnen vom Dings her. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht... Also an sich finde ich das Wasser nicht so schlecht, wie es jetzt hier spritzt. Aber das Ding hier ist erstens zu groß und... Ja, ich müsste mir halt echt die Teile angucken, damit ich weiß, was ich baue. Ja, du kannst mich einfach Dundee nennen. Tierkampfarena. Ich weiß gar nicht, ob es Kampfanimationen gibt, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung. Also wirklich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich weiß, dass die untereinander kämpfen können. Die Tiere, aber ich... Keine Ahnung, ob die... Ich kopiere das mal zweimal. Wird dann der Strahl dicker? Also ein bisschen dicker wird er dann, ne? Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt. Also das Untergrundding gefällt mir zum Beispiel jetzt gar nicht. Das Wasserding gefällt mir schon ganz gut. Aber wahrscheinlich wäre hier echt eher sowas angebracht, was man dann später aus einzelnen Teilen baut. Dann mehreren Dankeschön für dein Abo. Herzlich willkommen. Das ist halt... Ich werde gerade so blind da reingeschmissen, diese ganzen Bauteile. Das ist halt das Problem. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wir lassen das erstmal so stehen jetzt hier. Da haben wir so einen Plan, dass das so ist. Wir bauen jetzt erstmal das Bison-Gehege. Passt schon. Das können wir dann auch später weitermachen. Hier nochmal. Das ist übrigens immer ein ganz guter Trick, wenn ihr hier noch die Sachen ein bisschen abrunden wollt. Also ihr seht ja, wie eckig hier diese Ecke ist. Dann platziert ihr einmal einen Weg hin und entfernt den. Und jetzt seht ihr, das Ganze ist ein bisschen besser vom Übergang jetzt her. Könnt ihr eigentlich überall machen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Weg mache. Dankeschön, Nico. Dann mache ich hier einmal in die Ecke einen Weg und dann ist das Ganze ein bisschen besser abgerundet. Und hier genauso. Kann ich auch mal wegmachen. Und dann habt ihr so eine Fläche sozusagen hier erschaffen. Weil das hier jetzt irgendwie... Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Aber es sah auch irgendwie komisch aus da. Weil das hier nicht gerade ist. Wisst ihr, was ich meine? Aber die Wege finde ich sowieso noch super, super schwierig, damit umzugehen teilweise. Also ich finde es wirklich schlimm. Also nicht schlimm, schwierig einfach nur. Weil ich es nicht kenne so gut. Gott, ist das alles schwierig hier. Den Anfang zu finden ist immer so schwierig. Dann die 70 Abos noch. Echt? So wenig nur noch? Das ist ja krass. Werden die alle gar nicht angezeigt im Stream? Also viele haben wir jetzt hier gar nicht reinbekommen, ne? Ich glaube, die wurden alle dann gar nicht angezeigt. Vielen, vielen Dank, Leute, falls ihr abonniert habt. Da freue ich mich. So, ich meine, wir können den Eingang auch später erst bauen. Wir können auch erstmal einfach das Gehege bauen. Habe ich da eine Idee für Büffel? Die mögen wahrscheinlich viel Steppe und so, ne? Oder? Ctrl Y. Ja, ja, das stimmt schon. Könnte ich auch drücken. Vielleicht. Habe ich mir irgendwann gewöhnt, das mit Maus zu machen. Ich finde aber auch STG Y sehr, sehr ungewohnt. Weil das eigentlich von der englischen Tastatur ist. Normalerweise ist es rückgängig. STG Z.
Okay, Leute, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt erstmal den Weg hier so ein Stück lang. Und jetzt mache ich, glaube ich, echt mal ein bisschen mit dem Geländetool arbeite ich mal. So, wir machen mal das hier mit, glaube ich. So, wie tief ist das? Ich kann es gar nicht erkennen. Das ist schon ein bisschen zu krass. Ich versuche es mir anzugewöhnen jetzt mit STG Y. Geht hier ab? Wieso sind die Dinger so kaputt? Ah, jetzt. Okay. Hä? Hat sich auch alles verstellt jetzt hier, ne? Okay, jetzt haben wir es richtig. Ist immer noch so tief. Okay, ich kann STRGY gar nicht mehr nutzen, weil du stellst mit Y auch was um. Da stelle ich immer dieses Ding da um. Habt ihr es gesehen? Weil Y ist wahrscheinlich die Taste für Füllen hier. Seht ihr das? Das Tool stellt sich halt auch um. Das ist ja richtig doof. Das heißt, mit den Pfeilen hier zu arbeiten, ist gar nicht so dumm gewesen von mir. Okay. Das wusste ich nicht. Arbeite ich lieber wieder mit meinen Pfeilen, sonst bin ich hier den ganzen Tag beschäftigt. Kann man nur so tief bauen? Ich weiß nicht, ob mir das schon zu viel ist. Ne, es geht aber eigentlich. Das passt schon. Guten Tag. Da sind die beiden, ja, sind die schon da. Die beiden Westfalen, oder wie nennt man euch? Ich weiß, Ruhrpottler. Genau. Guten Tag. Mach's gut. Okay, wunderschön. Ja, ich mach's sogar noch mehr Sinn, wenn ich das anders mache. Bis später. Problem ist nur, müssen wir sogar noch weiter runtergehen. Werde ich gleich Probleme mit dem Weg kriegen. Ja, jetzt müssen wir nämlich den Weg hier. Leg dich einmal auf die richtige Höhe. Ich weiß nicht, ob das so geht. Bin ich eher nicht. Ich würde am liebsten den Weg einfach gerade weiterführen. Dass der einfach das Stützen bekommt, sozusagen. Ich muss echt erstmal wieder in diese ganzen Tasten hier reinkommen. Das geht aber leider nicht. Mal eben gucken, dass wir das anders machen. Und zwar einigermaßen nicht auf die richtige Höhe. Gibt es hier Höhenanzeigen oder sowas? Das wäre echt gut. Mal so gucken. Okay, so müsste es perfekt sein. Und jetzt könnte es funktionieren, ich hoffe. Drückt die Daumen. Oh ja, das sieht gut aus. Machen mal so ein kleines Zwischenstück rein. Die Form muss natürlich auch stimmen. Hab ich vorher schon ein bisschen gebaut bei der Form. Einfach nur gerade sein, das Stück. Weil ich es so ein bisschen abgerundet schon gut gefunden hätte. Klappt sogar. Sehr schön. Okay. Das ist doch schon mal nice. Ach, Geländer baue ich, glaube ich, gleich selber. Wegstützen, die bräuchten wir hier, glaube ich. Wo gibt's denn die hier nicht? Wer macht hier?
Der macht hier gar keine Wegstützen. Weil dann bauen wir die auch gleich selber. Das macht soweit gar nichts. Ich glaube, ich mache hier auch den Weg andersfarbig. Da wo das ist. Das soll später sowas wie ein Ausguck werden, so ein bisschen. Machen wir hier ein Geländer hin. Gibt's hier was? Geländer. Schauen wir doch mal, was es da für Dinger gibt. So wenig nur. Okay. Zaun. Zäune gibt es schon mehr, das ist gut. Neue Welt. So viel mehr gibt es ja auch nicht, ne? Der ist noch neu. Aber es ist ein amerikanischer Büffel, ne? Das hier ist ja so Afrika-Style. Das ist indisch. Das passt ja alles gar nicht so gut. Das war mit dem Geländer. Dann das. Das ist einfach so ein stumpfes Geländer. Das kann man bestimmt auch färben, ne? Jo, das ist dann gar nicht so schlecht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn man die Farbe halt ändern kann, ist das nice. Wir das mal kurz hier richtig aus und führen es mal einmal rum. Oh, ich habe es eins zu weit gedreht. So. Na Leute, im Speedbuild ist sowas immer angenehmer. Das sind halt so Arbeiten, die dauern halt, wenn man Sachen selber baut. Aber das ist halt so ein Hauptbestandteil, ne? Oh, jetzt drehe ich das Ding so, wie doof. Oh mein Gott, kann man das nicht sogar... Warte mal. Und wenn ich das jetzt bewege, dreht sich halt wirklich immer so. Das heißt, ich muss das wirklich alles einzeln jetzt platzieren. Kann ich ja sogar lieber was so arbeiten. Machen wir das doch so. Geländer ist halt nur sehr lang, deswegen wird es hier schwierig, um die Kurve zu kommen. Da müssen wir halt gucken, ob das nachher gut aussieht oder nicht. Ich glaube, das könnte echt schwer werden, dass das gut aussieht. Ja, wir gucken mal. Wäre nice, wenn ich das mit der Y-Taste drehen könnte, aber es dreht sich leider immer im anderen Winkel. Aber das kann man, glaube ich, auch einstellen irgendwie, ne? Kein Stress dann, nee, mache ich mir nicht. Auf keinen Fall. Aber es ist halt leider wirklich so, dass man das besser in Videoformat machen kann, sowas, finde ich. Bietet sich halt mehr an. Weil es für euch einfach angenehmer ist. Für mich ist es egal. Ob ich jetzt mit Livestream spiele oder ohne... Sieht halt... Ah, das wird nicht gut klappen, Leute. Ich sage euch warum, weil es hier einfach viel zu eckig wird, weil das einfach zu groß ist. Also das Geländer können wir auch knicken. Können wir uns ja schon quasi ein eigenes bauen lieber. Weil mit eigenen Geländern kann man immer richtig viel besser machen. Also eigentlich ist es immer besser, eigene Sachen zu machen. Also eigene Objekte und so zu bauen. Problem ist nur, dass irgendwann das Spiel halt anfängt zu lenken. Das ist einfach, gehört einfach dazu. Wenn du zu viele Teile verbaust, deswegen sollte man das halt auch nicht machen. Der kleinste? Gibt doch noch einen kleineren, oder nicht? Ist kein kürzeren Balken. 2 Meter. 2 Meter. Ja, komm, wir bauen uns mal einen eigenen Zaun jetzt. Die Gäste. Wunderschön. Ich weiß, den Abstand weiß ich noch gar nicht. Wir müssen mal eben gucken, was es hier an Brettern gibt. Brett. Gar kein anscheinend. ja, filtern wir mal eben nach Holz einfach. Ich weiß aber nicht, ob ich Holz haben will. Eigentlich wäre irgendwas Farbenmäßigeres schon cooler, ne? Das Holz kann man auch nicht färben, ne? Ich würde schon gerne mit Farben arbeiten. Ich schaue nochmal, ob ich irgendwas Besseres finde. Ist bestimmt. Material, ne, Eigenschaft filtern wir. Nämlich nach Flexifarbe. Also was möchte ich gerne haben.
Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas finden, womit wir einen guten Zaun bauen können. Das schon mal nicht. Ne, dieser Ziegelkram sieht eh doof aus. Durch welche Computertaste kommt man bei JWE in den Abrissmodus? Entfernen. ACU ist T. Oh, Creeperboy, das weiß ich leider nicht mehr, sorry. Anakin, mir geht's super. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Mir geht's wirklich, wirklich gut. Ich habe Urlaub. Es könnte nicht entspannter sein. Heute sind zwei meiner Lieblingsspiele rausgekommen, auf die ich das ganze Jahr gewartet habe. Also ich glaube, viel besseren Zeitpunkt, um mich zu fragen, wie es mir geht, hättest du nicht finden können. So much stuff. Aber diese Flexifarben-Sachen sind halt echt nice, ne? Alles so groß. Da kann man ja richtig coole Sachen bauen. Mein Gott, hier gibt es sogar so fertige Brücken. Alter. Und so geschwungene Dächer. Also so asiatisch kann man echt ultra gut bauen, glaube ich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das kann man sogar färben hier. Das sieht, glaube ich, nicht so nice aus, ne? Und man könnte den ja nehmen, den Balken hier, dann rein theoretisch. Sieht denn der aus, wenn ich den zum Beispiel rot färbe? Oh, es geht aber eigentlich. Aber rot will ich eigentlich nicht nehmen, weil rot habe ich schon so oft verwendet. Nehmen wir den mal für eine Farbe hier. Keine Ahnung. Rosa an den Balken. Grün finde ich auch ganz cool, weil ich Rot immer echt passend finde. Wir bauen jetzt mal einen Zaun. So. Ja, das ist echt doof hier mit denen, dass die da so durchgucken dann später. Kann ich halt auch nicht nehmen, das Zeug. Pfeiler sind einfach zu groß. Wir müssen irgendwas anderes finden. Oh, Creeperboy, das ist deine eigene Entscheidung, ob du es zum Geburtstag wünschen willst. Ich kann nur sagen, das Spiel macht mega Laune. Aber du musst halt auch viel Zeit investieren, so, ne? Also darum, erstmal in das Spiel reinzukommen, das dauert. Das dauert wirklich lange. Was haben wir denn hier für Dinger? Ach du Scheiße. Ja, moin, ey. Die auch in Balkenform hier? Ja, anscheinend nicht. Planke bemalt. Ja, an sich würde das ja passen von dem Zeug hier, ne? Was haben wir hier? Zu groß. Oh, hier. Oh ja, das könnte es sein. Das könnte es sein, Leute. So, einmal im rechten Winkel hier so machen. Das ist dann auch nicht so ein dicker Balken. Das muss auch eigentlich gar nicht sein. Oh ja. Der ist perfekt. Perfekt. So, die Farben, die können wir auch später anpassen. Wir bauen das Ding jetzt erstmal in weiß, die Grundform. Und unserem Zaun. Könnten auch Seile mal nehmen. Das finde ich auch immer sehr interessant. Oder halt wirklich so Balken. Na komm schon. So. Nehmen wir die mal im rechten Winkel hoch. Oh, jetzt habe ich den platziert gerade. Das wollte ich gar nicht. Ist das richtig? Ja. Wer ist denn mit so einem Zaun? Das ist eigentlich schon so krass fast, oder? Das ist schon fast wie so eine Leitplanke. Hm.
Man braucht kein Geländer, die sollen runterfallen. Das Schöne ist halt, man kann hier die Farbe dann noch anpassen später. Wenn es dann gehen würde, ja. So, jetzt. Ich glaube, es ist mir echt zu groß, dieses Brett. Probier mal Seile aus, glaube ich. Seile. Seile. Oh, ich muss aber nur Seile eingeben wahrscheinlich, ne? Seile. Was haben wir denn hier für Seile? Habe ich auch schon öfter gesehen, dass Leute das als... Was ist das denn? Ist auch wieder ein neues Seil. Leute, wir kommen hier halt nie zu unseren Tieren, wenn ich das heute so mache. Sag euch das. Ja. Machen wir das Ding mal weg. Na, das geht halt auch so nicht, ne? Da müsste man dann wirklich die Dinger ans Ende machen, was das Sinn macht. Ja, das feiere ich auch nicht. Boah. Mach in Blau. Blau könnte man auch echt überlegen. Wäre keine schlechte Farbe. Ich schau mal eben, was es hier noch so gibt. Wir könnten auch rein theoretisch diesen Balken hier kopieren. Und dann können wir uns den nämlich auch so gestalten, wie wir ihn gerne hätten. Von der Höhe her. Machen wir das mal so. Und dann kann man ja sogar das halt anpassen, wie man es gerne hätte. Das ist ganz nice. Kann ich die jetzt nicht auswählen hier? Warum? Jetzt. Okay. Und dann hört man einfach so einen klassischen Standard-Sound. Aber der gefällt mir schon besser jetzt. Von der Optik her, muss ich sagen. Jetzt könnten wir mal überlegen, wie wir die Farbe machen. Vielleicht können wir hier so einen wirklich einen Holzbalken machen, der so ein bisschen dunkler ist. So vielleicht. Gebe ich mir mal die Farbe eben. So, machen wir den auch mal in der Farbe. Hä? Ist das nicht geklappt? Ach komm schon. Der geht sehr. Und jetzt hier. Ach, jetzt hat es geklappt. Sehr schön. Okay, und jetzt können wir mal hier überlegen, wie wir die Farbe machen. Vielleicht können wir da wirklich mal blau oder so machen. Ich weiß halt nicht, ob das aussieht. Wollen wir mal so ein dunkles Blau machen? Leute, was meint ihr? Meint ihr, das könnte aussehen? Wäre halt klüger, wenn nicht. Warte, wir machen nochmal rückgängig. Machen das mal eben anders. Dann seht ihr das nämlich auch besser. Wir markieren uns hier mal alles, was wir brauchen. Packen das in eine Gruppe. Und jetzt kann man nämlich eigentlich von dieser Gruppe die Farbe direkt ändern. Genau. Jetzt können wir nämlich alle gleichzeitig ändern. Dann sehen wir auch, was hier passiert ist. Du Leute, das gehört dazu, dass man sich bei Planet Zoo Zeit nimmt. Wenn man später einen Zoo baut, dann will man ja auch, dass er schön aussieht. Man könnte echt mal blau versuchen, so, ne? Habe ich jetzt so noch nie gemacht. Mach meistens immer rot oder grün oder so. Können das ja auch später sogar noch ändern. Ich glaube, ich mache das so fast grau. Sieht eigentlich schon gar nicht schlecht aus. So. Sieht nice aus. Jetzt geht's auch ruckzuck, Leute. Wenn wir einmal das Grundstück fertig haben. Was mich stört, ist dieses Flackern da drin. Das hat man manchmal, wenn man so Objekte ineinander platziert. Wisst ihr, was ich meine? Seht ihr das? Stört mich ein bisschen, aber... Lassen wir jetzt gut sein. Passt schon. So, jetzt packen wir das auch in eine Gruppe. Und jetzt können wir einfach das ganze Ding hier einmal entlang führen. Wir müssen es aber eigentlich anders machen. Wir dürfen das Ding gar nicht mitkopieren. Scheiße, das kriege ich jetzt gar nicht mehr hin. Okay, packen wir nur das in eine Gruppe. Können wir nicht besser arbeiten. So, jetzt haben wir nämlich den linken Balken nicht mitkopiert. Jetzt können wir das immer direkt anliegend hier machen.
Ist nice. So. Können wir hier den Zaun entlang. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Die Farbe können wir später noch ändern, weil ich weiß nicht, ob die so nice ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich das gerade so klug mache. So. Ups, das wollte ich nicht. Die Steuerung ist halt echt ungewohnt gerade für mich, ein bisschen. So, passt es aber. So, jetzt können wir es nämlich schnell umziehen. Könnte ganz gut werden. Nehmen wir uns mal mehrere gleichzeitig. Probieren wir das mal so aus. Und noch ist es ja relativ gerade. Vielleicht geht es dann schneller. Und das ist eigentlich. Jetzt mal eine Gruppe kurz. Dann machen wir es gleich rückgängig. So. Komm schon. Das ist natürlich schwieriger zu platzieren, aber spart uns schon ein wenig Zeit. Boah, hier hinten habe ich aber auch ein bisschen schief. Ah ne, habe ich gar nicht. Never mind. Das ist zu hoch. Sehr schön. Also hier gehen dann die Leute sozusagen lang und können dann auf das Gehege später runtergucken. Das ist zumindest der Plan. Du spielst voll mit Brain. Das ist Faulheit tatsächlich. Irgendwann fängst du halt an zu versuchen, das zu optimieren, dass du nicht mehr so viel Arbeit leisten musst. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht in die Gruppe rein? Check gerade nicht, warum ich hier nicht einzelne Sachen aus dieser Gruppe kopieren kann, damit ich die wieder trennen kann von der Gruppe. Ich komme irgendwie nicht in die Gruppe rein. Das Gefühl. Ah, jetzt. Okay. Perfekt. Jetzt kann ich nämlich hier mir wieder das anklicken. Kann das Ganze von Gruppe trennen. Und jetzt müsste ich wieder weiterarbeiten können damit. So. Perfekt. Muss jetzt auch nicht alles perfekt gerade sein. Und jetzt auch vorankommen. Das Blau gefällt mir aber ehrlich gesagt nicht so, aber schon. Das können wir später easy ändern. So, jetzt geht es hier nämlich um die Kurve. Jetzt wird es interessant. Ja, das war der falsche Knopf schon wieder. Ich merke halt echt, wie ich nicht mehr so drin bin in Planet Zoo leider. Als ich es war zu Hochzeiten von der Beta. Aber ist ja kein Wunder, ne? Wie lange her? Könnte das auch alles noch perfekter machen, aber ich mache es jetzt halt nach Augenmaß. Vielleicht denke ich mal auch. Mit den Kopieren verstehe ich auch nicht so ganz. Ne? Man muss immer so ein bisschen auf die Brücke zielen, damit es die gleiche Höhe hat. Klappt aber auch irgendwie nicht immer. Also ich kopiere das mit STRGD und wenn ich da hinten auf die Brücke ziele mit der Maus, dann hat es die gleiche Höhe. Habe ich zumindest so herausgefunden. Dann muss ich mich um die Höhe halt nicht kümmern. Dann muss ich mich nur um die Drehung kümmern. Immer dann relativ einfach zu platzieren. So, seht ihr, da hat es gerade jetzt wieder nicht geklappt, deswegen habe ich es einfach nochmal gemacht. Und jetzt hat es geklappt. Weil sich wundert, was das ist. Oder was das soll. Wie sieht das Ganze dann aus? Ist ganz schön groß, die Fläche hier, ne? Viel zu groß gebaut, wenn ich ehrlich bin. Na, keine Ahnung. Wir machen jetzt weiter damit. Jetzt klappt es hier schon wieder nicht. So, jetzt hat es geklappt.
bin leider auch kein Profi. Es gibt wahrscheinlich noch viele, viele Tricks und Sachen, die man besser bauen kann. Ich würde euch da gerne auch mehr Tipps geben, aber ich kann es leider nicht, weil ich es noch nicht selber noch nicht herausgefunden habe. Oh, Planet Zoo ist aber auch viel Arbeit, ne? Wenn man sich überlegt, wie lange man für sowas braucht. Eieiei. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich in den nächsten Tagen dieses Spiel spielen werde. Ich werde übrigens auch viel streamen die nächsten Tage. Ey, jetzt kopieren wir das da oben hin. Das ist halt komplett random. So, jetzt hat es geklappt. Also ich habe zumindest da noch kein System richtig durchschaut. So. Auf dieser Seite machen wir gleich oder später gar keinen Geländer, glaube ich. Ich lasse auch erstmal das Geländer jetzt so. Passt schon. Hier müssen wir später auch noch Stützen und so machen. Wir bauen jetzt, glaube ich, erstmal das Gehege. Barriere. Hier mache ich auf jeden Fall die Unsichtbaren. Hier auf diese Höhe fangen wir mal an. Bauen wir hier ungefähr an dem Rand entlang. Weil wir sogar einen Unterschlupf unter diesem Weg später vielleicht noch machen können. Das können wir dann im Nachhinein mal schauen. So. Ich denke mal, viel größer müssen wir fast gar nicht gehen hier. Wir können dann hier mal ungefähr eine Gehegeform festlegen. Ich weiß ja nicht, wie viel Platz die sonst brauchen. Die auch am liebsten gleich schon freilassen, einfach mal um zu gucken, wie so viele Anforderungen und so haben. So, das wäre dann die Gehegeform. Ist ja schon mal nicht schlecht. Müssen wir natürlich alles noch gestalten. Noel, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Haben wir mal die Dinger hier mal eben machen, die Barrieren. Weiß auch nicht, ob ich noch weiter tiefer muss, aber eigentlich sollte das easy ausreichen, ne? Machen wir hier, bis dahin. Und bis hier hinten. Ah, Mist, verklickt. Na komm. So, Holz. Geht nicht, oder was? Wieso geht das nicht? Weil das hier nicht abgesenkt ist wahrscheinlich, ne? Ach, jetzt kann ich es auch im Nachhinein nicht absenken. Och, komm. Machen wir mal erstmal die Barrieren, die wir Holz machen können. Das geht, oder? Das geht soweit. Brauchen wir sonst einen höheren Zaun? Ich denke mal nicht, ne? Das heißt, ich müsste hier nochmal abreißen. Sehe ich das richtig? Könnten ja auch mit Klippen eigentlich arbeiten später. Das so lassen. Können wir auch machen. Oder einfach Klippen reinmachen. Kriegen wir das Stück noch hin? Holz? Yes. Sehr gut. Und hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Oh. Oh, never mind. Wenn ich es einzeln mache, geht's. Hier geht's noch nicht. Okay. Dann lag das wahrscheinlich an der Stelle einfach nur. Okay. Sehr schön. Müssen wir auch noch einen Weg natürlich gleich haben für unser Tor. Oh, Creeperboy, danke schön für deine Mitgliedschaft. Danke, danke, danke. Herzlich willkommen, neuer VIP. Shit, ey, jetzt kann ich ja auch schon wieder nicht mehr absenken. Das gibt's ja nicht. Och nö, oder? Aber ich könnte rein theoretisch den Weg entfernen und dann gleich wieder da lang bauen und dann nochmal absenken. Überleg halt, ob ich da unten Wasser drunter machen soll. Ich bin mir aber auch noch nicht sicher.
ist aber auch mal alles schwierig, ne? Okay, wir bauen jetzt erstmal ein Gewässer oder so. Wenn ich hier ein bisschen was Interessantes jetzt bauen. Ich hätte ja eigentlich Lust. Ich mache hier den Weg nochmal weg. Zaun weg. So, machen wir mal bis dahin weg. Ich glaube, ich versuche hier mal so ein bisschen mit Gelände zu arbeiten. Und hier mal so einen Berg hinmachen. Gott. Ein Krüppelberg. Dann wird nachher noch gut. Das hier muss eigentlich weiter rüber, wenn ich das so mache, wie ich es geplant habe. In meinem Kopf zumindest gerade habe ich einen Plan. So. So ein bisschen kleiner. Machen wir mal so. Schlimm, das Tool. Sollte ich nicht nehmen. Blätter da lieber über, mach das nachher selber mit Felsen. Die Ecken und Kanten da rein. So, das sieht aber jetzt auch echt alles noch sehr komisch aus. Ich hoffe, das wird noch einigermaßen gut werden. Okay. So. Hier soll nämlich später so eine kleine Höhle hin. Für die Tierchen. Machen wir uns doch mal rein. Dann soll später Wasser rein. Das ist ein bisschen too much. Gibt es da keinen Zwischenspiegel mehr vom Wasserspiegel her? Das ist ja doof. Was habe ich denn da gemacht? Wäre eine doofe Höhe dann. Vielleicht nicht, also ich will nicht so wenig Wasser wie hier logischerweise. Aber ich will auch nicht so überschwappendes Wasser haben. Ich glaube, das liegt da hinten an diesem Bereich, dass ich da das so geglättet habe. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich es so mache, könnte das funktionieren, glaube ich, besser. Nee, auch nicht. Gehen wir einmal am Rand hier entlang. Ich habe hier einfach eine ganz doofe Höhe ausgesucht. Es geht ja. Zur Not geht es auch auf diesen Wasserspiegel, aber da müssen wir die Ränder und diese Insel in der Mitte noch so ein bisschen bearbeiten. Machen wir das doch. Ja, kein Problem. Wie kann ich denn hier nicht. Ach, weil da noch Wasser ist. Ah. Zack, zack. Wasser erstmal rausmachen. Mal hier drum zeichnen. Oh, das Tool, ey. So,
Gucken wir mal eben, wie das jetzt ist vom Wasserspiegel. Ah, ist schon besser. Ja, sieht schon besser aus. Sehr gut. Herzlich willkommen zurück. Hi Freddy. Lang nicht gesehen, mein Guter. Der Kalle, ja, wird mal wieder Zeit, ne? Wird mal wieder Zeit für gute GTA-RP-Server. Das ist noch größer, den will ich nicht. Eigentlich jetzt hier so eine coole Verbindung machen mit Felsen. Zu dem anderen Ding hier, anderen Konstrukt. Vielleicht können wir das auch noch mal ein bisschen hier überarbeiten. Das tun wir ein bisschen kleiner. Creeperboy, erzähl. Kann ich ja schlecht raten, ne? Mein Bruder. Woher soll ich das denn wissen? Welche Felsen sind denn hier gut? Den Übergang da vernünftig zu gestalten. Zweimal den Felsen platziert? Ja, ups. Wäre komplett doof. Warte mal, wir machen nochmal immer rückgängig. So, ja. Jetzt müssen wir eigentlich sonst so einen Felsen suchen, den wir verlängern können, so ein bisschen. Jetzt mal mit dem hier. Kleine Felsen gefühlt, ne? Aber wir machen erstmal die erste Verbindung, die kann man dann ja immer noch erweitern.
Keine Ahnung, ob das gut aussieht. Ich brauche halt gerade mega random so. Das war schon zu früh runter. Erstmal die Grundverbindung jetzt. Oh shit. Sieht irgendwie voll komisch aus. Die Form ist halt schon beschissen. Hier müssen wir auf jeden Fall noch weiter runter gehen. Wir müssen da irgendwas anderes uns überlegen. Sieht halt nicht gut aus. Ne, das sieht total komisch aus. Sieht nice aus. Wie teuer ist das Spiel? Macht mega Spaß. Das Spiel kostet aber, glaube ich, 60 Euro. Bin gerade nicht sicher. Aber du kannst hier halt wirklich alles machen, was du willst, ne? Die Idee, die ich jetzt hatte, die gefällt mir irgendwie nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Also muss ich anders lösen. Aber behalten das auf jeden Fall bei hier. Aber regeln das jetzt anders. Ach, lösche ich das alles einzeln. Zack. Weg damit. So. Ja, wir werden das, denke ich mal, dann anders lösen. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Also das Gewässer an sich finde ich gar nicht so schlecht hier. Hier dann die Höhle später hinmachen, finde ich auch nicht so schlecht. Ein bisschen tiefer. Man sieht das aber auch schlechter drin, ne? Oh, ein Glätten. Geht schon relativ tief jetzt. Jetzt können wir das Ding auch noch mal ein bisschen verkleinern. Nicht ganz so massiv ist dieser Berg. Muss ja nicht sein. Das ist wohl unnötig. Man kann sich hier schon echt austoben, aber das dauert halt alles, ne? Man muss halt viel ausprobieren. An sich. Oh, Freddy! Dankeschön! Herzlich willkommen! Zurück, sag ich mal. Warst ja schon öfter VIP. Ich weiß nicht, ey. Ich bin echt überfordert, ey, was ich machen soll. Ja, guck mal, Freddy ist jetzt auch schon wieder. Oh, der ist schon seit 10 Monaten, der gute Freddy. Holy shit. Dankeschön. Bin OG, so sieht's aus. Oh, das freut mich, Freddy. Da freue ich mich sehr. Vielleicht kriegst du dann dein Mod auch irgendwann wieder zurück. Warst ja früher auch Mod, oder nicht? Meine schon. Warst auch ein guter Mod. Wenn mich nicht alles täuscht. So, die Frage ist jetzt, also... Uff. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Der Berg ist nur echt noch viel zu massiv, finde ich. Und ich muss da irgendeine coole Lösung finden. Ist halt noch echt zu krass, der Berg. Gerade jetzt hier am Eingangsbereich des Zoos. Rüber. So. Keine Sorge, der sieht jetzt noch sehr unnatürlich aus, der Berg, aber das macht man eigentlich immer mit Klippen später alles. Man macht eigentlich immer nur so die Grundform des Berges, habe ich das Gefühl. Ein Apple Mac PC, keine Ahnung. I don't know. Robert, mach's gut.
Oh, danke schön, Creeperboy. Da freue ich mich. Wie gesagt, man muss auch nicht bezahlen, um supporten, ne? Ein Like tut's auch. Habt ihr schon 180 Mal gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So, dann... Da das hier nicht so gut klappt, werde ich mir ein bisschen was mit dem Wasserbereich überlegen, denke ich. Also es hat jetzt auf jeden Fall nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen werde ich hier den Wasserbereich nochmal ein bisschen überarbeiten. Eine coole Brücke oder so bauen, denke ich. So. Eine Insel finde ich eigentlich ganz cool schon. Und vielleicht könnten wir ja wirklich... Oh Gott, Alter, das Tool. Manchmal rastet das komplett aus. So. Ich werde aber auch nicht zu viel Wasser machen, weil es sind ja keine Wasserbüffel. Wobei ich irgendwie im Gefühl habe, dass Büffel sehr gerne Wasser mögen. Ich weiß nicht, ob ich mich da irre. Könnt ihr mir aber sicherlich sagen. Zumindest habe ich schon oft Clips gesehen, wo Büffel von Krokodilen angegriffen wurden. Das ist ja schon ein Indiz dafür. Ja, jetzt schauen wir mal, wie das Wasser jetzt werden. Sehr niedrig. Sehr hoch. Es ist halt echt doof, dass es nicht so eine Zwischenstufe gibt. Hey Fine, danke schön. Herzlich willkommen. Ich würde gerne in der Mitte hier das Wasser machen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Mir ist echt zu hoch. So ist halt schon sehr niedrig. Wieso geht denn das nicht? Verstehe ich nicht. Ich probiere mal eben was anderes aus, Leute. Vielleicht geht das dann. Form mal das Wasser anders. Ich glaube, ich habe das allgemein taktisch nicht so klug gemacht. Wir machen das jetzt mal komplett anders. So. Machen wir das mal mit diesen Dingern hier. Einmal die Grundform erstmal stellen. Das war zu tief. Sagen wir mal so. Dann hier in der Mitte kommt später die Insel hin. Wäre es cool, wenn hier noch so ein flussmäßig was abgeht. So stelle ich es mir zumindest vor. Jetzt gucken wir mal, ob man das mit Wasser immer noch so doof nur befüllen kann. Kann man halt wirklich nur. Scheint hier nur diese zwei Höhen zu geben. Hm. Natürlich doof, ne? Ja, das gefällt mir gar nicht. Ich dachte, das liegt vielleicht daran, dass ich schlecht geglättet habe oder so. Aber so ist mir das Wasser schon. Wir könnten natürlich... Oh, warte mal, ist ja auch eine Möglichkeit. Gelände. Hier dann noch abschrägen. Dann sieht das nicht ganz so krass aus später. Ja, das ist doch schon besser. Scheiße. Klappt das denn nicht? Können wir nochmal kleiner machen. Den Zaun können wir später auch nochmal neu machen. Kein Problem. Ich komme hier gerade gar nicht voran. So, wie sieht das jetzt aus? Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann hier noch überglättet. Das könnte funktionieren. Dass mir das gefällt. So. Okay. Ja, das ist nice. Like it. Können wir hier hinten vielleicht so eine kleine Brücke rüber machen? Mega. Wow. Können die später benutzen.
Ich bin mal gespannt, ob die darüber laufen können, wenn ich die vernünftig platziere. Weiß auch nicht, wie breit die sein muss. Hier nochmal ein bisschen rotieren. Oh, nicht in diese Richtung. Ah, jetzt habe ich alles entfernt. Man sieht das auch manchmal echt schlecht, welche Richtung man gerade angeklickt hat. Ich will die auch gar nicht zu hoch machen. Ich glaube, ich lieber so. Ups. Mal eine Rotation immer falsch macht, kann man das auch irgendwie nicht rückgängig machen. Nervt ein bisschen. Katharina, danke schön. Herzlich willkommen. Ich dachte gerade echt so wenig auf den Chat, das tut mir richtig leid. So. Mach gleich mal eine kurze Pause, dann gehe ich mal ein bisschen auf den Chat ein. Vielleicht habt ihr auch coole Ideen, weil ich bin gerade nicht so ideenreich, muss ich sagen. Aber wir schauen mal. Wir machen auf jeden Fall das Beste jetzt draus. Werden das Gehege schon hinkriegen. Erstmal der Anfang gemacht ist, dann geht das auch immer nach und nach. Ich kann auch irgendwie die Einrasspunkte... Ah, okay. So kann man die so ändern. Relative Weltachse. Ich weiß gar nicht, was es genau bringt, wenn ich ehrlich bin. Das Ganze auch gleich noch ein bisschen mehr ausschmücken, dass das realistischer aussieht. Irgendwie kann ich das hier auch nicht so gut länger ziehen. Jetzt können wir das Ding in eine Gruppe packen und das nochmal platzieren. Ich dann wirklich nochmal einzeln, wenn ich es breiter mache, die kopieren hier. Und dann nur die zwei da dran fügen. Müssen wir aber gleich auch noch interessanter gestalten. Es ist jetzt erstmal nur so die Standard-Grundform, die ist nicht so nice. Wann kommt das erste Tier? Wollen wir es gleich mal freilassen da drin? Ich kann jetzt gleich mal den Zaun richtig machen und da können wir ja immer noch einrichten. Weiter. Ich bin auch dafür, dass wir das machen. Wartet mal. Wow. Barrieren. Hier könnten wir keine Holzmenge machen, ne? Ich habe halt Angst, dass die hier ausbüchsen können. Warte mal. Wir machen mal ganz kurz hier Licht auf jeden Fall. Ich hoffe, da oben kommen die nicht hoch, aber eigentlich nicht. Dann bauen wir ganz kurz hier mit Felsen dicht und dann können wir das erste Thema eben freilassen. Ein guter Punkt. So, okay. Das sollte eigentlich schon reichen.
Dann machen wir hier mal eben die Mitarbeiterwege hin. Mal hochbauen, bisschen kleiner. Wieder runter. Mache ich jetzt auch erstmal die Verbindung einfach hier vorne hin. So. Und hier den Weg nochmal verbinden. Dann lassen wir mal unsere Büffel frei. Oder was das war? Was waren das noch? Bisons, ne? Nicht Büffel. Komme ich denn da drauf? Die haben wir noch gar nicht gekauft. Ah! Wie hießen die nochmal? Da, ne? Amerikanische Bison. Kaufen wir mal alle vier. Warum nicht? Sehr schön. Die lassen wir jetzt hier schön frei. Ungültiger Zielort, warum? Ist nicht fertig, das Gehege. Na? Ich habe es tatsächlich hier nicht mehr zu Ende gemacht. Ah, okay. Dann müssen wir mal ganz kurz hier das Gehege zu Ende ziehen. Perfekt, jetzt müsste es gehen. Tierhandel. Und verschieben. Yes, jetzt geht's. Sehr gut. Verschieben. Verschieben. Wir werden gleich nicht glücklich sein, aber wir können auch zur Not pausieren. Aber ich will sie mal angucken, wie die aussehen. Springen wir ein bisschen vor, bis unsere Mitarbeiter angerannt kommen. Der Techniker checkt auf jeden Fall schon das Gehege soweit. Der repariert ja schon irgendwas. Ja, wo bleiben die? Hallo? Hä? Geklappt oder nicht? Verlegung abbrechen. Eigentlich alles richtig. Wieso kommen die nicht? Hä? Gibt doch auch genug Mitarbeiter, oder? Eigentlich schon. Wieso bringen die meine Tiere nicht? Verstehe ich nicht. Jungs? Meine Tiere? Bitte bringen? 3 Stunden schon am Stream. Ja, kommt mir nicht so vor. Gleich wieder da. Ey, die haben wir immer noch nicht gebracht. Was mit denen? Wieso bringen die meine Tiere da nicht hin? Vielleicht buggen die am Eingang. Ja, das ist Dingsraum, ne? Woher holen die denn die Tiere, wenn die Handelszentrum, ne? Das ist Tier... Nee, hä, was ist das? Das Handelszentrum? Okay, das ist das Handelszentrum. Also das hier, ne? Ja. Oh, das hat gar kein Interieur. Hä? Hey. Oh, hier vorne mal eins hin. Das ist ein guter Punkt. Danke, Leute. So, Handelszentrum. Bauen wir einfach mal so einen Rohbau erstmal hier hin. So. Kommen die jetzt? Ja. Ey, nicht so schnell. Hier, danke Leute, ihr habt mir echt geholfen. Also da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein mit. Vielen, vielen Dank. So. Oh mein Gott, sind die groß. Okay, das Gehege ist definitiv nicht zu groß für die.
Halt, schön. Die sehen ja cool aus. Hey, nicht so schnell. Mega. Oh mein Gott. Warum machen die jetzt Show für uns? Ja, richtig Show. Ja, komm. Mit den Köpfen gegeneinander. Jawohl. Alter. Ich glaube, das ist nicht gut, dass die kämpfen, oder? Ich weiß nicht. Der ist verletzt. Hope not. Kämpfe um das Ding. Ist das in Ordnung, oder nicht? Kämpfe um das Alpha, den Alpha-Status. Das ist doch fein. Ja, ja, hier alles rot. Ja, hier ist alles nicht erreichbar irgendwie. Was ist das hier? Ja, die Wege sind doch alle verbunden, oder nicht? Uff. Ja, klasse. Super. Jetzt funktioniert das alles nicht, oder wie? Das ist ja nervig. Oh mein Gott. Ätzend. So, es wäre natürlich schön, wenn wir das hier noch ein bisschen realistischer gestalten könnten. Diese Brückenfarbe müssen wir unbedingt ändern. Die gefällt mir gar nicht, diese blaue Brücke. Der blaue Zaun. Ich weiß nicht. Was nur mir so vorkommt, aber irgendwie bekomme ich jetzt hier wieder nicht in die Gruppe. Jetzt bin ich in der Gruppe. Sehr gut, das wollte ich nämlich kopieren. Denn... Wo ist es denn? Oh nein, habe ich jetzt echt das Teil weggemacht? Diese Steuerung, ey. So, Gruppe beenden. Wir platzieren es einmal, damit wir es gespeichert haben. Ich denke mal, damit schmücke ich das Ganze hier noch ein bisschen aus. Diese Brücke. Die Musik ist echt schön von Planet Zoo. Aber das konnte Frontier schon immer. Gute Soundtracks. Der JWE-Soundtrack war auch mega. Oder ist mega. Ein bisschen schief, ne? Wir werden später Probleme machen. Eben. Ach, also das mit diesen... Dass ich ab und an nicht alles anklicken kann und so, das ist echt noch verwirrend, ne? Ich bin halt auch noch ein Neuling. Ich habe leider nie Planet Coaster gespielt. Ich wünschte, ich hätte es gespielt, dann wäre ich jetzt schon viel besser in Planet Zoo. Das ist noch sehr schlecht. Aber Leute, wir lernen das gemeinsam. Easy. Das muss jetzt auch gar nicht so gleichmäßig sein, finde ich. Halt Holz, ne? Holz ist nie immer so gleichmäßig. Immer mal verzogen an der einen Stelle, mal da ein bisschen anders. Weiter. So. Ich denke mal, ich mache hier nur den ein und mache den so. Hier vorne an die Ecke. Da könnten wir uns dann wieder was überlegen. Das alles hier noch nicht perfekt. So, vielleicht kriegen wir hier nämlich so einen Balken noch hin oder so. Balken. Und wir am besten auch diesen hier nehmen. Den kann man nämlich einfärben. Wo der Runde gefällt mir, glaube ich, da besser an der Stelle. Kann man nämlich dann noch so ein bisschen durchgucken lassen. Weil wir auch einen Baumstamm nehmen könnten, ne? Würde wahrscheinlich mehr Sinn machen.
Weiß es nicht. Gucken gleich mal, wie der von der Färbung her ist. Können wir das gleiche Braun wie hier mal nehmen. So, Code rüber kopieren. Der Gruppe raus. Mega hell, ne? Mit dem Holz. Sieht auch alles irgendwie nicht so cool aus. Ungleichmäßig hier ist. Wie komme ich denn jetzt hier an den nicht mehr ran? Muss das nochmal anders machen, Leute. Gefällt mir nicht. Also an sich die Idee mit den Dings hier gefällt mir schon ganz gut, aber ich muss erstmal mit dem Grundriss anfangen. Wäre echt doof gebaut. Gucken wir mal nach Baum. Gibt auch die großen Baumstämme, ne? Guck mal, wir machen das dann aber so. So einen kleineren. Guck dann hier raus. Hier so ein Stück. Wann ist die Pause? Was für eine Pause? Streaming-Pause. Ja, wir könnten gleich echt mal eine Pause machen. Ich weiß nicht, ob ich nachher nochmal weiter streamen soll oder so. Vielleicht morgen oder gucken wir dann mal. Also an sich habe ich da jetzt nichts gegen. Ich habe ja Zeit und alles. Vielleicht streame ich auch nachher erstmal eine Runde Red Dead Redemption. Was haltet ihr denn davon? Wäre auch cool. Vielleicht kann ich mir dann auch erstmal so ein paar Gedanken und sowas machen. Weil das halt gerade echt lange dauert für euch zum Zuschauen, weil ich halt komplett ohne irgendeine Idee oder irgendwas drauf losbaue. Das ist halt nicht so nice. Normalerweise sollte man erstmal so ein bisschen sich... Oh, jetzt bin ich wieder verklickt. Normalerweise sollte man sich erst so ein bisschen im Internet erkundigen, ein paar Bilder raussuchen, ein paar Anregungen holen oder so. Aber ich baue halt jetzt gerade wirklich einfach drauf los. Deswegen dauert das alles so lange, glaube ich. Ich glaube, ich mache das hier so. Und dann ändern wir gleich nochmal die Dingens ein bisschen. Was ist denn, wenn wir jetzt dieses Teil hier nehmen? Shit, die sind ja gar nicht mehr. Mal so. Und dieses Teil. Oh, jetzt habe ich es kopiert. Ah, ich verklick mich aber auch immer, ne? So viele Shortcuts. Bin schon wieder verklickt. Ich glaube, es wird Zeit für eine Pause, Leute. Aber wir haben voll wenig geschafft, so gefühlt. Leider. So. Und das würde dann auch so weiter rüberkommen. Das sieht besser aus, ne? Sieht dann realistischer aus, finde ich. Ja, das ist cool. Nee, ist auch gut. Es muss halt alles auch nicht so gleichmäßig sein bei Holz. Das ist halt immer das Schöne. So, das gefällt mir. Sieht super aus. Vielleicht können wir dann auch hier direkt die großen Balken nehmen. Das würde wahrscheinlich mehr Sinn machen auf Dauer. Wenn wir hier direkt den 4 Meter Dings nehmen. Ich markiere mal einen. Wusch den mal. Kann man den nicht direkt austauschen irgendwie? Ich meine schon, ne? Wir machen die einfach nochmal neu. Passt schon. Meint ihr, wir kommen da mit 4 Meter direkt rüber? Das wäre ideal. Wenn wir da mit 4 Meter rüber kommen, wäre Hammer. Ich platziere hier mal so. Jetzt können wir das ganze Ding nämlich drehen. Richtung Winkel. So. So. Wunderschön. Das könnte sogar klappen, wenn wir die ganze Brücke verschieben, ne? Dann hat man nicht diese Zwischenverbindung da noch. Ich glaube, das könnte echt funktionieren.
und zu drehe ich dann hier auch nochmal das Holz, einfach damit das nicht so gleichmäßig ist von der Maserung. So, der Faul. Pin uns einfach 3. So. Wie habe ich das blöd platziert hier, ne? Das kommt irgendwie nicht auf. Was habe ich denn da gemacht? Bin ich zu nah dran oder was? Ich glaube schon. Was habe ich hier doof gemacht? Einfach schmaler. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Kommt mir das so vor. So. Muss aber aufkommen. Ah, sieht gut aus. Mal sogar den äußeren hier nochmal entfernen. Ah, perfekt. Nice. So, hier einmal markieren den Scheiß. Oh nein! Ist die andere mitmarkiert. Ach, die sind noch in der Gruppe drin, deswegen. Okay, dann muss ich es mal eben so machen. So, und dann können wir ja. Ist das hier eine Gruppe? Ne, es ist gar keine. Das ist aber auch alles überfordernd hier. So, und das. Okay, jetzt haben wir hieraus eine Gruppe gemacht. Perfekt, das wollte ich haben. Jetzt können wir das Ding hier rüber kopieren. Einmal um 180 Grad drehen. Und jetzt hier rüber schieben. Uff. Yay. Wir haben eine Brücke gebaut. Okay, das ist natürlich von den Pfeilern hier jetzt nicht ganz korrekt. Aber das passt schon soweit. Das war jetzt ein ganz schöner Akt. Das heißt, diese Pfeiler müssten wir eigentlich nochmal kopieren und noch ein bisschen runter machen. Mach ruhig ein Stückchen mehr runter. Damit die auch wirklich in den Boden gehen. Oder teilweise in der Luft sind. Hier seht ihr das ganz gut. So. Okay. Ja, hier geht's auch, aber ich mach's einfach mal sicherheitshalber. Weil wir das ganze Ding jetzt gleich noch verschieben werden. Jetzt nehmen wir das Tool wieder aus. Fassen die zu einer Dings zusammen. Jetzt können wir die auch endgültig platzieren, so wie wir es dann haben wollen. Bin ich auch zufrieden mit der Brücke. Besser aus. Wunderbar. Dann haben wir eine Brücke. Ich hoffe, die Bisons können da rüberlaufen. Das kann man doch sogar sich anzeigen lassen, oder nicht? Gehege. Fehlbarer Bereich. Müsste das nicht gehen? Zugsort. Wieso sehe ich das noch nicht? Kann ich das nicht in Blau sehen? Ich muss das Bison auswählen, ne? Oder? Keine Ahnung. Vielleicht testet er es jetzt auch. Der geht dann mal rüber für uns. Wäre perfekt. Tut aber nicht. Schade, ich dachte, man kann das doch gucken eigentlich, oder nicht? Wasserfall, ja, das machen wir auch noch. Kann die einstürzen? Nein. Kann nicht einstürzen. Aber ich hoffe, die Bisons können die wirklich benutzen, die Brücke. Ansonsten wäre das echt doof. Das wäre dann ziemlich lame. Ein bisschen. Hier müssen wir uns auch noch was Besonderes überlegen. Vielleicht könnten wir hier so eine Hütte oder sowas für die Bisons bauen. Wäre an sich auch nicht schlecht, ne? Die Bisons gehen auf jeden Fall schon mal dahin. Die haben natürlich jetzt auch gar keine Spielzeuge und sowas. Da müssen wir mal eben gucken, dass die sich auch glücklich oder froh sind, in ihrem Gehege zu sein. So, waren wir die denn ganz oben waren, die, ne? Amerikanische Bison. Unterspender hängend. Was hier alles gibt, ne? Hammer. So, ich baue jetzt erstmal so ein paar Sachen einfach hin. Einfach nur, damit die überleben können.
Am besten baue ich die dahin, wo ich gerade nicht gestalten will. Wenn es alles auf einem Ort ist. Das macht ja an sich nichts. Was denn hier? Kräuterwitterungsmarkierung. Interessant. Schlammbad. Oh, das machen die auch? Cool. Vielleicht können wir hier so ein cooles Schlammbecken irgendwo hinbauen. Das ist doch nice. So. Doch Futter. Das Hängende hier. Ja, ich mach mal hier so einen Futterdruck noch hin. Und dann sollte das erstmal passen. Schauen wir mal. Können sie sich jetzt austoben? Oh nein, Aragorn, das ist bitter. Wenn Internet nicht geht, ist immer ganz doof. Leute, Dankeschön für über 200 Likes. Kannst die Reibesäule auch umfärben, echt? Cool, danke für den Tipp. Das wusste ich gar nicht. Nice. Ich glaube, man kann echt mehr Sachen umfärben, als man denkt, ne? Den kann ich leider nicht umfärben. Ein stabiler Rückzugsort brauchen wir noch. Dschungel. Hier, Schlafmöglichkeiten. Das Gehege wird wahrscheinlich auch noch lange nicht ausreichend sein für die. Aber egal, passt schon mal. Materialverhalten sieht sogar schon ganz gut aus. Kann ich anders sagen. Ein bisschen viel Erde gerade noch, aber das macht ja nichts. Ach, super. Sieht noch nicht schön aus, aber wird noch schön hoffentlich. Muss mir was Gutes überlegen. Ja, Creeperboy ist auch keine besondere Brücke, da gebe ich dir recht. Aber ich muss echt erstmal ein bisschen reinkommen wieder und mir so ein bisschen Ideen und so holen, bevor ich hier baue. Ist halt im Livestream alles nicht so einfach. Also wenn man so baut und dann auch mal kurz googeln kann und sowas. Ich glaube so schönes Häuschen hier noch rein, bisschen Landschaftsgestaltung, vielleicht ein Wasserfall. Ich weiß nicht, ob ich einen haben will. Vielleicht könnte man auch versuchen, so einen Fluss zu machen. Das würde ich auch mal cool finden. Also so ein Fluss, der so aussieht, als wenn er fließt. Das würde ich auch mega feiern. Ja, die Dinger sind schon cool, die Bisons. Gefallen mir. Werden die nicht teilweise auch gezüchtet in Deutschland, neben Kühen und sowas? Ich glaube schon, ne? Ach, für dich, Kröti. Brauchst du 1000. Open Search. Legkröte. So. Edit. Okay, jetzt solltest du 1000 Punkte mehr haben. Die Quest. Es gibt den Wildschutzpass. Gibt's. Nee, die werden nicht gezählt. Es gibt doch aber irgendwelche Viecher, die keine richtigen Stiere oder Kühe sind. Und die werden, glaube ich, in Deutschland ein bisschen gezüchtet. Aber die können da oben nicht hin. Das ist gut. Also, das funktioniert. Wollen wir das noch in schöneren später machen? Also, ich glaube, es hat Potenzial, aber da muss ich noch einiges tun. In diesem Gehege, definitiv. Weil, krass ist es jetzt noch nicht, ne? Nur eine Brücke gebaut. In 1 Million Stunden Spielzeit. RIP. Sehr gut. Gute Ausbeute auf jeden Fall. Aber vielleicht könnten wir in diesem Holzstil so ein bisschen weiterarbeiten hier. Das würde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht finden. Nur vielleicht. Damit einen coolen. Den Unterschlupf haben wir ja da hinten mit dem. Der Höhle. Wenn wir die noch abstützen mit so Holz oder so, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt echt erstmal eine kleine Pause. Ich werde aber wahrscheinlich heute Abend auch nochmal streamen. Also vielleicht Red Dead Redemption, vielleicht Planet Zoo, ich kann es euch nicht versprechen. Hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, die erste Folge hier oder der erste Livestream von Planet Zoo. Ich bin froh, dass das Spiel wieder da ist. Also ich habe es echt vermisst. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Tiger kaufen. Ja, wir können noch mega viele Tiere bauen. Also es werden auch richtig viele Videos auf meinem Kanal noch kommen. Viele Livestreams in den nächsten Tagen, weil ich einfach viel Zeit habe. Und ich kann mich nur bedanken, dass ihr alle so viel dabei wart. 211 Likes, das ist der Hammer. Wir hatten die ganze Zeit fast über 100 Zuschauer, also richtig krass. Da freue ich mich mega drüber. Und natürlich auch Dankeschön für die neuen Mitglieder. Danke für die Donations. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend. Macht's gut. Achso, und schreibt was in den Chat. Gebt gleich Punktebonus.